live aus der Schaumwein-Arena in Düsseldorf. Die beiden unehrlichen Söhne von Harald Schmidt. Zeitgeist, Zeitgeist, Zeitgeist! Und wunderlich. Oh yeah. Hallihallo, ihr Lieben. Hier sind wir wieder, live und in Farbe. Der wunderbar frisierte, der wunderbar gebräunte, der wunderbar zahngebleachte und unglaubliche, die sonore Stimme von Zeitgeist und Wunderlich, mein lieber Kollege und Partner Maximilian Konrad. Hallo, Max. Hi. Und ich bin auch hier. Ja. Hallo. Hallo. Und wir sprechen hier am schönen Freitagabend. Der Sommer ist zurück. Fast schon tropische bis subtropische Temperaturen haben hier das Rheinland und Rheinland-Westfalen heimgesucht. Ich würde sagen, ihr sitzt ein bisschen in der eigenen Suppe. Max, wie sieht's bei dir aus? Ja, wunderbar sieht's aus. Auch hier im Münsterland, im westlichen Münsterland, ist nicht nur die gute Laune angekommen, hier ist auch das schöne Wetter angekommen, ja. Ich nenne es ja oft die Côte d'Azur des Ruhrgebiets. Ja, das ist das westliche Westmünsterland. Da bin ich ja jetzt beheimatet. Und ja, wunderbares Wetter. Ich war heute draußen, ich war flanieren, habe sozusagen den Flaneur gemacht. Mhm. Und das war wunderschön. Da muss ich natürlich als absoluter Experte für den Bereich Flaneurtum, muss natürlich direkt fragen, was war dein sogenanntes Objet trouvé? Was war dein zufälliger Fund? Was hast du so zufällig wahrgenommen oder gefunden auf deiner Lustwandelei? Musiker. Musiker. Musiker, denn ich wohne ja jetzt in Borken, ja, mhm. Und da, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, es ist auf jeden Fall irgendwie Stadtmusik heißt es, und jetzt stehen hier einfach über die Sommerwochen, standen einfach an so random Orten innerhalb dieses Ortes, mhm, waren so Flächen ausgelegt in der Einkaufszone, in der Innenstadt sozusagen, und da standen unterschiedliche Musiker drauf, da war unter anderem mal so eine Jazzband. Heute war Radio Lukas da, so ein Typ am Klavier. Und an einer anderen Stelle war ein Gitarrist, barfuß mit langen Haaren aus Köln. Hat Gildo auch Horn. Lieder gesungen. Bitte? Gildo Horn. Ja, oder An Mai Kanterei, kann auch sein. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das ist jetzt immer so jeden Tag eigentlich, wenn man durch den Ort geht oder mit dem Rad fährt. Ja, findet man an irgendeiner Ecke, steht ein Musiker rum. Und die machen da Musik. Und gestern war ich auch in der Stadt. Und da waren einfach so, ich glaube, es war so eine Art Trachten-Heimatverein oder so. Und die sangen so alte Lieder. Es war schön. Aber es waren nicht die Grünen zufällig, ne? Nee, es waren nicht die Grünen. Es waren ältere Herren, die sahen eher aus wie klassische CDU-Wähler. Ja. Ohne ihnen da jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen. Und das Schöne war, es ereignete sich da gleich noch drum so ein kleines Sozialdrama, denn einer der älteren Herren saß gegenüber in einem Café und die Truppe war sich sicher, der Mann kann singen und der Mann kennt auch alle Lieder. Mhm. Er wollte nicht, er zierte sich und es wurde doch vehement auf ihn eingeredet, er solle doch jetzt bitte mitsingen, und er war aber nicht so richtig willig, aber so war es halt. Ja, aber wie ging es denn weiter? Also hat man ihn dann schlussendlich wirklich mit Gewalt dazu gezwungen, mitzusingen? Ich oder weiß wie? Es nicht. Ich bin dann weitergegangen. Ich wollte mir das nicht anschauen. Stell dir mal vor, ich hatte auch nicht so lange wirklich, Zeit jetzt. Das ist einfach wirklich in so einer Schießerei geendet. Ja. Er wurde mit Glückshufeisen beworfen, die an so Heimwerkerständen dahergestellt wurden. Oder man hat ihn komplett in so einer aus Schafswolle gehäkelten Mütze, wie so die Mafia, eingehäkelt und in der Borkener A versenkt. Das muss man wissen, die ist nicht so tief. Also man musste ihn schon mit Gesicht nach unten legen, damit er auch ertrinkt. Aber so ist das. Ich wollte ja eigentlich was ganz anderes erzählen. Ich habe ja dieses Mal endlich was erlebt. Und wenn ich was erlebe, dann muss ich das ja lang und ausführlich erzählen, lieber Jan. Ja, ich bitte darum. Ich bitte wirklich darum. Denn ich war Shopping. Ja, ich war im Möbelhaus. Und ich bin ehrlich. Also ich glaube, da hat dich unsere letzte Folge auch ein bisschen inspiriert, oder? Ja, absolut. Absolut. Ich weiß zwar nicht genau, was du meinst. Nee, weil wir haben so viel über Design gesprochen, wir haben so viel über Shopping gesprochen. Haben wir? Ich glaube, doch. Also denke ich. Ich lösche ja immer alles direkt nach der Sendung wirklich von der Festplatte. Ich sammle ja einfach über die Woche die Festplatte, und sozusagen unsere Aufnahme ist das Defragmentieren der Festplatte und das gleichzeitige Formatieren der Festplatte. Mhm. Da werden die Gedanken sortiert und danach direkt
ab in die Tonne. Deswegen kann ich dir nicht mehr genau sagen, über ich was wir letzte Woche gesprochen haben. Bei das, mir passiert okay. das auch, also quasi das Löschen findet schon während der Folge bei mir statt. Ja, sehr schön. Ja, ich war im Möbelhaus, ja. Es gibt hier ein wunderbares Möbelhaus in Borken. Skurius, das verrückte Möbelhaus. Ja, das gibt es. Die gleichzeitig sind wir auch, ja, die sind also sehr engagiert. Es klingt ein bisschen, ehrlich gesagt, Skurius. Wie so ein, ja, oder wie so ein Escape Room. Ja, hat ein bisschen was davon. Wenn man drin ist, hat es ein bisschen was davon. Und die sind wirklich. Hier über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und sind unter anderem auch in Borken gibt es eine Volleyballmannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt und die heißen Skurius Borken. Ja, da schließt sich natürlich direkt die Frage an, muss man auch verrückt sein, um in dieser Mannschaft zu spielen? Ja, ja, ja. Also, ja? Die haben ganz ganz unorthodoxen Stil. Den sie an den Tag legen, ja, ganz, ganz was anderes machen die. Ja, also so verrückt, so skurril, dass wirklich die Gegner auch einfach verwirrt und überfordert sind. Die sind skurril und kurios. Ne? Wie man so schön sagt. Ja, ich war da und da hat man, also sie machen ihrem Namen auf jeden Fall alle Ehre. Also man kriegt da auch tolle Designersachen, und das würde ich sagen, ist der Großteil, aber sie haben auch so ein paar, ich würde sie It-Pieces nennen, ja, die schon zum auch Denken anregen und auch dazu anregen, vielleicht zu sagen, vielleicht richte ich doch das Eigenheim nochmal in einem ganz anderen Stil ein. Beispielsweise mit einem, glaube ich, 5000 Euro teuren Grill, aber nicht irgendein Grill, es ist kein Weber-Grill, nein, es ist, glaube ich, irgendwie das Frontende oder das Heck eines Trabi, glaube ich. Und da ist so der Grill eingefasst. Oder eine lässige Bar, eine Heimbar, die aussieht wie eine Vespa. Kann man da auch kaufen. Mhm. Dann kann man aber auch, gibt es ein Unikat. Das ist so eine, ich würde sagen, 2,5 Meter hohe, bis ja vielleicht sogar eher 3 Meter hohe Mickey Maus aus LED-Lichtern für nur, glaube ich, 6.000 Euro. Finde ich toll. Also wo würdest du beispielsweise diese Mickey Maus sehen? Siehst du die eher in einem Wohnzimmer? Siehst du die eher in einem Schlafzimmer? Nee, die kommt in den Garten stehen. Ja, da müssen ja auch die Nachbarn was von haben. Also ich wohne ja hier auf dem Land und da ist ja der Garten sozusagen das Schwanzverlängerung. Die Schwanzverlängerung. Ich hätte jetzt gesagt so das nach außen getragene Bankkonto, ja, um wirklich zu zeigen, dass man es hat. Ja. Ah ja, okay. Und da sollen ja auch die Nachbarn wirklich neidisch sein. Ne? Alle Kinder sollen weinend an ihren, also wenn Leute mit ihren Kindern vorbeilaufen, sollen die Kinder ihre Eltern angucken und ihnen das Gefühl geben, so Mama, Papa, warum hasst ihr mich? Warum seid ihr so wenig wert? Hier, diese Familie haben so eine riesengroße Mickey Maus. Liebt ihr mich denn nicht? Warum habe ich sowas nicht? Ja, ich glaube, in dem Fall ist es aber fast auch eher so die... Also wirklich die Tränen der Angst auch, ja. Also wegen der Horror-Mickey Maus. Heimsuchung der Horror-Mickey Maus. Ja, lass die mal 2-3 Winter da im Garten verbringen. Die ist jetzt, glaube ich, nicht outdoor gemacht. Also dann setzt die wahrscheinlich Moos an und wird wahrscheinlich eher so ein bisschen so Zombie-Maus. Und mein absolutes Highlight war, und das haben wir auch in unserer Insta-Story geteilt, das war das wunderbare Bett, ja. Das war das wunderbare Bett. Golden, Brokat. Also es hatte alles. Es war wirklich wie von Harald Glöckler, also wenn Harald Glöckler zum Bett geworden wäre, wäre er als dieses Bett wiedergekommen. Und das, was ich mich eigentlich gefragt habe, also es wäre wirklich, also wenn ein Bett oder ein Bettgestell den Namen pompös verdient, hat dann dieses. Also wirklich Gold mit einer Krone oben drauf, also wirklich prunkig bis zum Dort hinaus. Und was ja dann, das steht dann ja da und dann ist man erstmal so in dem Moment, wo man sich denkt, mein Gott, ist das abgedreht. Und dann denkt man sich aber ja, Moment, da gibt es ja irgendwo eine Firma, die das gemacht haben muss. Und da muss es ja irgendwo einen vielleicht Produktmanager oder Marketingmanager gegeben haben, der vielleicht sich irgendwie mit dem Markt für exquisite Betten auseinandergesetzt haben muss und sagen muss, da muss ein Markt für da sein, da muss es also jemand geben, der gesagt hat, ich glaube daran, dass dieses Gestell im Jahr 2021 das hotte Teil ist, das wollen die Leute. Und dann ist ja nicht nur das, dass es irgendjemand gemacht hat, dass es dann in einem Möbelhaus steht, sondern dieser Markt muss ja irgendwo da sein und irgendwo muss es ja auch
einen russischen Multimillionär geben, der dieses Bett in seinem Schlafzimmer steht hat. Es kann nur ein Russe sein. Maximal, ja. maximal noch Weißrussen. Ja. Ja. Oder nennt man die Belarussen? Belarüsen. Belarüsen, ja. Ja, die haben das Wort Bella schon im Namen. Also die lieben das schöne Leben. Ja, das sind die schönen Russen sozusagen, die Belarussen. Ja, und die haben sowas vielleicht. Also da, wie gesagt, irgendwo auf der Welt muss es ja so ein Schlafzimmer geben, was so eingerichtet ist. Und also es sorgt irgendwie trotz diesem ausladenden Baustil schon für klaustrophobische Ängste. Also es ist wirklich, also ich glaube, Albtraum vorprogrammiert. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, das sind schon auch Bernsteinzimmer-Vibes mit drin. Ja, aber es ist so Bernsteinzimmer geremixed irgendwie mit, weiß nicht. Den Geissens. Ja. Bernsteinzimmer trifft Roberto Gaisini. Das ist auf jeden Fall das Motto. Also wenn du das hast, das Bett, dann hast du auf jeden Fall auch einen Spiegel unter der Decke im Bett hängen. Aber und, natürlich. Und natürlich hast du als Bettlaken, das ist aus Seide, ne? Der Schlafanzug, das hat ist ja aus Seide noch. Und ich finde, in deinem Schlafzimmer spielt aber auch irgendwie Leoprint eine Rolle. Ja, hallo, Leoprint an der Seite. Soll ich dir was sagen? Als ich so 16 war, hatte ich so einen Anflug, dass ich gedacht habe, ich bin ein super sophisticateder Typ. Ja. Mit 16? Und mit 16. Ah ja, und wann denkst du mal die Phase vorbei? Hab meinen intellektuellen Horizont vielleicht selbst überschätzt, ja, was man dann mal so macht mit 16. Und wollte wirklich so ein bisschen den Vibe, hab irgendwie so Filme geguckt, wo ganz viele Leute in so Bungalows in Nevada, grenzend an Kalifornien, so in der kalifornischen Wüste leben, ja, in so Bungalows der 70er mit viel Glas und so, du kennst diesen ganzen Look, so Art Deco-Stil. Ja, und hab gesagt, so, so verwandle ich jetzt mein Schlafzimmer. Und das erste, was ich mir gekauft habe, war erstmal so ein Hugh Hefner-ähnlichen Pyjama. So aus Seide erstmal, ja. Ja. Das sah oben wie so, da waren so Polospieler drauf, so kariert, auf den anderen waren so Polobälle drauf und dazu eine dunkelblaue, umgeschlagene Seiden-Pyjama-Hose. Mhm. So, dämlich genug, dadurch hat wahrscheinlich schon der Rest meiner Familie gesagt, okay, den Jungen, lass den. Den können wir vergessen. Die nächsten 4 Jahre sitzt können wir der abschreiben. Pfeife rauchen in seinem Zimmer. Lies den Playboy. Zieht den Zaun draußen hoch, der will jetzt auch noch eine Lustgrotte bauen. Ja, genau. So, ja, genau. Den heimischen Teich in eine Lustgrotte umgebaut. die Zierkarpfen mussten raus. Playboy-Häschen rein. Nee, und dann habe ich gedacht, so, wie kriege ich das noch eine Stufe weiter? Und habe dann meine Eltern davon überzeugt, mir Seidenbettwäsche und ein Seidenbettlaken zu kaufen. Und wenn ich das dann auf die Spitze treiben wollte, habe ich in dieser Seidenbettwäsche in meinem Seidenpyjama geschlafen, ja. Und wie man sich vorstellen kann, entsteht da sowas, als würdest du auf Seife pennen. Weil das ist ganz unangenehm. Du haftest nicht mehr. Du slidest mehr oder weniger die ganze Nacht durchs Bett. Und wenn das Haus nicht komplett plan gebaut ist, ja, für euch Lichtbauherren da draußen, ja, wenn das nicht ganz gerade ist, dann besteht die Gefahr, dass wenn das Bett nur einen Millimeter zu einer Seite steht, ja, dass du aus dem Bett einfach rausrutscht. Stell dir mal vor, du wärst dann auch noch, und das ist ja vielleicht auch vorgekommen hier und da, betrunken nach Hause gekommen. Ja, oder vielleicht auch mal ein bisschen Marihuana oder sonstiges konsumiert. Und dann fängt auf einmal so eine nächtliche Rutschpartie an. Also erst geistig und dann auch tatsächlich körperlich. Ja, oder wenn du sagst, ich slide so mit Wucht ins Bett rein und du donnerst hinten gegen die Zimmerwand, weil du einfach wie so, ne, wie auf dieser Seifenrutsche, die man sich so im Garten baut, da durch das Bett slidest, ja. Ja, so war es auf jeden Fall. Also ich glaube, da waren auch alle Beteiligten in der Familie froh, als das vorbei war.
als die Seitenphase vorbei war. Ja, wirklich. Das war die neue Seitenstraße. Ja, aber wirklich. Ja, ja, so, so war's und das hat mich, aber das hätte wunderbar gepasst zu dem Bett auf jeden Fall. Ja, toll. Aber vielleicht, das ist ja noch so ein unfinished dream bei dir, ne? Unfinished business. Vielleicht kriegen wir das noch hin, ja? Ja. Dir irgendwann dieses Bett, vielleicht machen wir hier die ganz große Zeitgeist- und Wunderlich-Spenden-Aktion zum Ende des Jahres. Ja. So eine Kickstarter-Kampagne, oder? Die ja, also ich denke, jetzt wurde irgendwie, für alles, die dieses Jahr wurde ja wohl auch genug gespendet, irgendwie Flutopfer haben Geld bekommen, Afghanistan, die haben Geld bekommen, da ja, muss da ja wohl ein bisschen so Geld auch noch drin sein. Dekadentes Goldbett für den Maxi. Für das pompöse Goldbett nebst Seitenpyjama, ja, das muss noch drin sein. Ich guck mal, dass ich da vielleicht rund um Weihnachten was organisiere. Da sind wir eh alle wieder im Lockdown, da geben wir eh alle weniger Geld aus. Da geht das Cocooning wieder los, ja, ja. Eben drum, ja. Und da wird auch das Schlafzimmer vielleicht nochmal ganz neu eingerichtet. Max, wir helfen dir gern. Wunderbar. Wir müssen ein bisschen Tempo machen, denn wir haben neben dieser wunderbaren Anekdote noch so viel auf der Agenda heute. Max, deshalb fahr den Jingle ab. Wir müssen unserem Wählerauftrag nachkommen. Politische Woche ist angesagt. Meine Damen und Herren, Ihre Republik ist nicht unsere. Denn dumm bin ich nicht. Ich sage die Wahrheit. Herr Möllermann, Sie müssen ja schon wieder gut abgefüllt sein. Die politische Woche. Und da sind wir in der politischen Woche. Und Jan, ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, ich habe ja wirklich den Countdown täglich runtergezählt. Und es war soweit. Am Donnerstag, ja, den 2.9., My dreams came true. Los, endlich, wirklich, endlich war er online. Ja, ich habe länger drauf gewartet als auf das neue iPhone und die neuesten Yeezy Sneaker. Der Valomat 2021, endlich ist er da. Ja, du hast vor dem Rechenzentrum in Berlin, hast du kampiert, richtig? Ja, absolut, absolut. Weil du gesagt hast, du willst näher dran sein, wenn es losgeht. Ja. Ne? Thema Konnektivität, ja, keine Ahnung, ins Münsterland hätte die Verbindung 2,3 Sekunden länger gedauert. Da hast du gedacht, da bin ich vor Ort. Ja, ich da will ich dran sein. Hm? Und ja, das freut mich. Er enttäuscht nicht. Nein, also bestechende Optik, dieses Gelb, Wahnsinn, 34 knackige Fragen. 38 knackige Fragen. Ja, und keine Frage zur Digitalisierung. Es könnte nicht besser sein. Gibt's nicht zumindest eine, die irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht? Ich weiß es nicht genau. Ja, die einzige Frage zur Digitalisierung ist vielleicht die Frage am Anfang, dass du den Cookies zustimmst, aber. Achso, ich dachte, da ging der Test schon los, ja. Also, die habe ich auch nachher doppelt mit in die Wertung gepackt. Ja, tatsächlich. Ich habe heute den Wahlomat ausgefüllt. Ja. Und ja, ich muss sagen, ich war doch etwas. Also überrascht von dem Ergebnis, was am Ende rauskam. Ja. Hast du denn alle Parteien reingewählt? Oder ich habe alle Parteien in die Wertung mit aufgenommen. Ja, das kannst du nicht machen. Dann das ist ja wahrscheinlich Sodom und Gomorra. Das ist also wahrscheinlich der Fehler. Ich muss es mir nochmal angucken, nur mit den wirklich Relevanten. Was heißt Relevanten? Aber ich sag mal Relevanteren für mich. Ja, weil es kam wirklich dann so eine Liste. Und ich glaube, die ersten 5 Plätze unisono wurden besetzt von Parteien, die ich entweder nicht kannte, ja, und aber auf Platz 1 mit 80%iger Zustimmung, die Trommelwirbel, Tierschutzpartei. Die ist bei allen auf 1. Aber ich habe es auch so Anbieter. Aber ich habe es so gar nicht verstanden, weil ich doch, irgendwie die so haben dachte, irgendwie, die haben das selber einmal durchgespielt und alles ins Wahlprogramm geschrieben, wofür du nur sein kannst. Egal, glaub, was du da ausfüllst, da steht auf 1 immer Tierschutzpartei. Ey, es ist wirklich crazy gewesen für mich, weil ich dachte so, gar nicht gerafft. Ja, es ist vielleicht, wie du sagst, ja, also es gibt ja irgendwie hier so Suchmaschinenoptimierung, ja, du schreibst irgendwie Texte für die Suchmaschine. Ich glaube ganz ehrlich, die Tierschutzpartei macht so Valomat-Optimierung. Ja. Voll. Ja, und nachher, du so ein großer Tierfreund bist, nicht wahr? Ja, genau, die tauchen nachher auf, weil Philipp Wester war ja da im Podcast, ja, ey, wie wir den Valomat gecrackt haben. Ja, und auf einmal, pass auf, Armin Laschet, halt, also zieh dich warm an, die Tierschutzpartei zieht links und rechts an dir vorbei. Halleluja. Ja, die ja, aber das schon von hinten mit der Lichthupe. Genau. Die haben nämlich gesagt, Tempolimit, fick dich. Ja, aber du hast gesagt, Tempolimit, ja, sind wir auch dafür. Was auch immer du sagst, wir sind dafür.
Genau, also ja, ich habe es dann auch dreimal okay. noch, ja. Tierschutzpartei, aber wann kam denn so, sagen wir mal, falls ich glaube so ab Platz 6 kam dann so irgendwann so die erste für mich relevante Partei, das waren die Grünen, ja. Ja. Dann irgendwann fast schon unter ferner liefen die SPD und vorher kam vorher noch die Linke? Vorher kam die Linke noch, ja. Das ist nämlich bei allen, mit denen ich gesprochen habe, diese alle, die das ausgefüllt haben. Ja. Also es ja. könnte natürlich jetzt auch am Problem unserer kleinen Filterbubble liegen. Wollte ich gerade sagen, vielleicht liegt es auch an unserer Bubble. Aber pass auf, dann aber wirklich gut. Also das hat mir richtig gut gefallen. Sehr viel weiter unten die CDU und ja. wirklich nur einen Platz. Und ich glaube nicht mal einen ganzen Prozentpunkt dahinter die NPD. Dann habe ich gedacht, so, ja, interessant. Also, der war, also, entweder bin ich wirklich ganz schön rechts oder der Wahl-O-Mat denkt halt, okay, also, die sind genauso irrelevant für mich wie die NPD. Ja, die CDU genauso irrelevant wie die NPD. Also, ja. das war schon, wie du immer sagen würdest, mind-blowing. Mind-blowing, ne? Absolut. Aber ja, und ich glaube, das kommt, ja, ich habe es auch, und das Gleiche kommt raus. Es ist auf Platz, also genau, wenn ich die alle Parteien reinnehme, dann kommt auch irgendwie die Tierschutzpartei, die Aha. MLPD, noch so ein paar andere irre auch, Parteien. Auch toll bei mir, ich glaube unter den Top Ten auf jeden Fall Team Totenhöfer. Ich lieb's. Team ich Totenhöfer, lieb's. Team Dudenhöfer. Ja. Oh, ja. Aber auch irgendwie die Grünen, dann auch die Linke, dann SPD, dann FDP, irgendwie so in der Reihenfolge, CDU ja, ja, auch ja. relativ weit abgeschlagen. Auf dem letzten Platz die AfD, also mhm. scheinbar noch mehr, ja auch mehr gemeinsam mit den Republikanern und der NPD als mit der AfD. Ja, kannst du mal sehen, ne? Also ja. Und dann habe ich aber... Die NPD sagt ja auch, sie wollen, es darf... Rechts von der NPD darf es keine weitere Kraft in Deutschland geben. Ja, wirklich. Aber ich habe festgestellt, ne? Also ich habe noch eine ganz andere Aufgabe. Ich habe so zu der Wahl, ich habe noch so eine Zeit-Challenge. Du hast eine Zeit-Challenge. Eine okay. Zeit-Challenge, ja. Mhm. Nicht zu verwechseln mit der Zeit-Challenge. Eine Zeit-Challenge. Ja, und ich habe nämlich ein Wahlplakat gesehen. Ich bin nämlich gestern hier wieder übers Land gefahren. Ich spiele jetzt regelmäßig Tennis. Ich wohne jetzt auf dem Land. Jetzt wird Tennis gespielt. Ja. Und die Tennishalle liegt so im Wald, kann man sagen. Und ich fuhr dann dorthin und irgendwie lange kam nichts. Und irgendwann stand da eine Laterne und da hing ein Wahlplakat. Relativ weit oben, wo ich mich gefragt habe, why? And how? Ja, ich kann es mir schon denken. Also es ist wahrscheinlich eine streitbare Partei dann auch gewesen. Nein, es war die Basis. Die Basis? Was die ist Basis. Die Basis? Ist ja, auch eine Partei, genau. Ja? Ja, die Basis. Okay. Ne? Nicht die Lauge, die Basis. So, auf jeden Fall steht dann darunter für Basisdemokratie. Ja, und da sind okay. bei mir die Alarmglocken angegangen. Das ist scheinbar eine Partei, die ein ganz großer Freund von basisdemokratischen Abstimmung ist. Ah ja, okay. Und wenn ich eine Sache aus den letzten Jahren gelernt habe, die Demokratie ist wirklich nicht perfekt und es gibt viele Fehler und wir müssen uns irgendwie alle zusammenraufen. Und auch der Mensch hat Fehler. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist eine basisdemokratische Abstimmung. Dass wirklich alle Menschen in Deutschland nicht durch Vertreter, die einen gewissen Kompetenzgrad haben, mitbestimmen dürfen, sondern selber einfach mitbestimmen dürfen. Und da bin ich absolut dagegen. Ja, dafür kenne ich zu viele Leute. Dafür kenne ich zu viele Leute, um zu sagen, wenn ihr mitbestimmen dürft, lieber nicht. Ja, auch das würde ich auch für mich sagen. Es gibt bestimmt viele Themen, wo man sagt, in meiner ganz persönlichen kleinen Bubble und für mein ganz persönliches kleines Anliegen habe ich wahrscheinlich auch für manche Themen keine massenkompatible Meinung. Und da ist es gut, dass ich zu diesem Punkt auch nichts zu melden habe und auch überhaupt keinen Raum dafür kriege. So, da halte ich es ja mit dem Zukunftsteam der CDU und sage, lieber Experten statt Experimente. Ja? So, und da haben wir schon fast die Brücke geschlagen. Denn das ist so meine kleine Side-Challenge, dass irgendwie,
Also dieses, also die, also die, deine die Basis Side-Challenge mich, heißt, Basisdemokratie verhindern, oder was? Ja, Basisdemokratie verhindern. Also es ist unglaublich. Stell dir das mal vor. Ja, gut. Da darf also, jeder zu allem was sagen. Also, und die Stimme zählt auch noch. Also drei Gedanken dazu. Gedanke eins, Brexit. Gedanke zwei, Schweiz. Gedanke drei, naja, die Piraten waren immerhin mal im NRW-Landtag. Okay, Aufzeichnung Ende. Ja, wirklich, ne? Ja, aber in der so Schweiz, viel? Das läuft doch alles so toll da. Ja, läuft. Ja, und ganz, die haben auch niedrige Steuern. Läuft toll. Ich glaube beispielsweise die Ausschaffungsinitiative der Schweiz, die Älteren werden sich noch erinnern, das war auch ein durch Basisdemokratie herbeigeführtes Instrument, ja, politisches Instrument. Ja. Großartig. Ja, oder Initiative, genau. auch ihr Nachbar könnte ein Kinderschänder sein. Und dann, glaube ich, war da ein muslimischer Mann abgebildet. Also das war so die, das waren so die Werbeplakate, die es dann in der Schweiz gab. Ja, aber das eine anstand. Hat ja mit dem anderen nichts das zu tun. Es hätte auch jeder andere sein können. Es war jetzt halt einfach, in dem Fall haben wir hier einen muslimisch aussehenden Mann genommen. Genau, es hätte und beim aber nächsten genauso, Mal ist es wieder ein eher hellhäutiger Schweizer Mitbürger. Ne? Genau, also, ein blonder Schweizer in Lederhose oder was die da so anhaben. In der Schweiz. Käseschuhe. Käsehut und Holzklotschen. Keine Ahnung. Wie in Holland, da haben die doch diese Holzschuhe. Und ja klar, Holzklotschen. Ich wohne noch an der holländischen Grenze, ich weiß. Das gibt's ja auch. Ja, ja. Der aber unsinnigste Schuh der Welt, sozusagen. Ja, wirklich, richtig krass unbequem und ich würde mal denken. Hast du dich schon mal getragen? Nee. Habe ich nicht? Es gibt ja hier so Bauernmärkte und da kann man die kaufen. Dann kaufen wir uns mal bitte jeweils ein paar. Das wäre so. Das ist wirklich, es ist laut, es ist natürlich unendlich laut, mit Holzschuhen durch die Gegend zu laufen, ja. Also diese sie sind Erfindung. Einfach auch unbequem, weil sie sind halt aus Holz. Ja, und ich wette auch, man bekommt doch bestimmt schwitzige Füße da drin, oder nicht? Ja, das weniger, weil das Holz saugt das ja auf. Aber du hast halt eher das Problem, du kriegst keine schwitzigen Füße, aber schon gerne mal einen Splitter in Fuß im Zweifel. Ah, ja, ne? Ja gut. Also und wirklich auch mit Einlaufen, da musst du lange laufen, bis die eingelaufen sind. Ah ja, ja, da läuft man so mitunter ein ganzes Leben. Also, also das, wenn und sich das mal ausgedacht hat, ne, und gesagt, also so stell, also da muss es ja Menschen gegeben haben, die gesagt haben, so, ja, ich habe jetzt hier aus Leder mal so einen Schuh gemacht. So und gleich, oder, zugleich, aber ich würde also jetzt so einfach Erfinder mal denken, im Schuhmarkt. Ja. Und der eine hat halt gesagt, so, ja, ich habe jetzt hier sowas aus Leder gemacht, das ist super comfy. Und dann steht daneben so ein Laden, so, der gerade aufgemacht hat, so ein Erfinder, der gesagt, ich habe hier gerade auch was Geiles gemacht. Ich habe hier gerade so einen Schuh erfunden, der ist aus Holz. Holz, ja. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen. Käse, warum? Die Parallelität der Ereignisse, weißt du so? Ja. Also, weißt du so, in einem Erdteil hattest du dann die Erfindung, ja, hochtechnologisch, Lederschuh, in einem anderen dann, wie gesagt, ne, ja, ist es der Holzschuh gewesen. Also, ja, er hatte gerade noch bei ein paar VCs gepitcht, ne? Ja. Hat er auch noch Geld bekommen. Ja, der Holzschuh ist so ein bisschen der Mini-Displayer seiner Zeit, oder? Aber ich finde es toll, dass er sich gehalten hat. Also ähnlich wie Vinylplatten, ne? Also, die kommt nicht aber aus der Mode, scheinbar. Die kommt nicht aus der Mode. Ja, das, ja, ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Du hattest gerade schon die Brücke geschlagen zum Kompetenzteam. Nicht Basisdemokratie, Kompetenzteams werden benötigt. Ja, richtig, weil wir müssen ja vielleicht ganz kurz zumindest nochmal für eine Sekunde innehalten, was nämlich letzten Sonntag ja stattgefunden hat. Das große TV-Triell. Ja, das erste seiner Art. Wir hatten ja unsere letzte Folge schon genannt, Clickbaiting-mäßig, das Triell um die Welt. Ja, wirklich viel Triell kam da jetzt noch nicht direkt vor. Das müssen wir ganz kurz nachholen. Ne? Du ja, hast es ja gesehen. Auch noch nicht. Ging auch noch nicht. Wir waren da waren wir vor unserer Zeit. Also, es hat stattgefunden auf RTL, jetzt das erste. Du hast hier vor unserer Aufzeichnung die Frage gestellt, warum jetzt RTL? Was kommt noch? Ich dachte immer, das war auf ARD. Vollkommen richtig. Ja, es war auch immer bisher auf der ARD. Aber dieses Jahr wird es drei Trielle geben. Nein, ich habe gedacht, jetzt in der Zwischenzeit wäre schon das zweite Triell gelaufen. Nein, das war nur die Berichterstattung rund um das erste. Ja, hat sich aber schon angefühlt wie ein zweites. Ja, wirklich. Weil nach dem wiederum jetzt ersten Triell
war es ja wie immer. Es war sehr unklar, wer denn jetzt gewonnen hatte. Ja? Nein, laut Bild-Zeitung war das relativ klar. Es gab eine Umfrage, die direkt danach stattgefunden hat. Und da war es relativ eindeutig. Da hat man gesagt, 36% sehen Olaf vorne. Ja. Olaf packt's an, Olaf. Ja. Ja. Ich glaube, wie war es? Irgendwie danach die, mit 30%, Annalena Baerbock, 30%, roundabout. Und die restlichen und damit die wenigsten Stimmanteile sind dann auf Armin Laschet entfallen, wobei er sich ja wirklich richtig ins Zeug gelegt hat. Ne? Also er war bissig, er hat gebellt, er war wie der Kettenhund von Mario Kart, würde ich sagen. Ja, hm? Was ich nicht immer ganz verstehe, das war so am Ende, so war ja auch irgendwie das Narrativ dann die Woche danach. Er war angriffslustig. Ja, er hat da halt einfach ein bisschen rumgepöbelt, ja, und die Leute attackiert, wo ich mir aber denke, ja, aber wenn es halt irgendwie hart auf hart kommt oder kritische Situationen anstehen, dann möchte ich nicht jemanden, der da anfängt, so wie so ein kleiner Giftzwerg durch die Gegend zu wüten, sondern dann möchte ich doch jemanden, der irgendwie ruhig und sachlich bleibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild, was wir so vor gut einem Jahr über mehrere Folgen immer wieder hatten. Der alte weiße Mann mit den fuchtelnden Armen. Ja, wirklich. Er hat ganz oft vom Tüftler gesprochen. Ich würde da nochmal ein für den Begriff des Fuchtlers. Ja. Weil ich glaube, er war eigentlich innerlich der Fuchtler. Und also jetzt muss man ja wirklich eins sagen. Also man kann ihm zumindest nicht vorwerfen, er hätte sich nicht bemüht. Ein Bemühen war auf jeden Fall da. Ja. Aber auch da, Also Olaf Scholz, er ist wirklich ein Fels in der Brandung. Er ist einfach durchgesegelt mal wieder, ne? Also jetzt, ohne groß aufzufallen, hat das alles so an sich abtropfen lassen. Olaf Scholz ist vielleicht so ein bisschen der menschgewordene Neoprenanzug, oder? Ja, die menschgewordene Teflonpfanne. Vor allen Dingen, und dann, ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, dass, als wenn Angela Merkel uns zuhört. Ich hatte letzte Woche gesagt, eigentlich Olaf Scholz, warum er auch so beliebt ist, aus meiner Meinung nach, weil er ist so der männliche Angela Merkel. He is Angelo, Angela Merkel. Yes, Angelo, genau. Zwei Tage später steht in der Bild-Zeitung, großer Titel, Olaf Scholz ist ganz anders, oder ich und Olaf Scholz sind grundsätzlich unterschiedlich. Ja, genau, Angela, das hat Merkel Angie, Zitat. Angie hat sich, Angie hat sich also gemeldet. Scheinbar, es sind ja viele, die das so sehen. Und jetzt hat Olaf Scholz ja sogar schon die Führerraute ausgepackt. Ja, ja, genau. Da haben wir ja auch sogar, da haben wir sogar auch schon drüber gesprochen. Ja, also. Aber ich find's auch geil, ne? Also, Angie Merkel, also, hätte ja jetzt auch schon viel Gelegenheit gehabt, sich nochmal so sehr klar für ihre Partei und vor allem für, die führenden Köpfe da auszusprechen. Hat sie vielleicht auch, aber irgendwie medienwirksam mitbekommen, finde ich, hat man's nicht. Was man halt jetzt mitbekommen hat, nur so, wenn sie in Anführungszeichen in die Enge getrieben wird und zu sehr mit Olaf Scholz oder eher zu sehr mit ihr verglichen wird, da sagt sie so, also ich habe nichts hier zu sagen. Ich halte mich raus. Aber er ist nicht wie ich. Das war so ihr Beitrag. Ja, ich bin ein Unikat. Ja, genau. Ich bin total. Wie gesagt, ich muss sagen, wenn ich das zusammenfasse, bei Armin Laschet habe ich nicht das Gefühl, also ich mag ihm unterstellen Dinge, die nicht stimmen. In meiner persönlichen Wahrnehmung, ich würde ihn gerne mal fragen, wie er sich die Zukunft so in 30 Jahren vorstellt. Und da weiß ich nicht, ob da was rauskommt, wo ich denke, yo, du hast eine Vision. Das Zweite, ich kann mir den in Krisensituationen nicht so richtig vorstellen, wie er da reagiert. Oder ob er dann so ein Fuchtler wird. Ja, also ich habe wirklich jetzt schon die Schweißperlen auf seiner Stirn vor Augen. Ja. Oder? Also ich glaube, das ist auch wirklich so ein bisschen das Problem. Und je mehr sich der Wahlkampf zugespitzt hat, so in den letzten Wochen und Monaten, und umso deutlicher ist es geworden. Ja. Ja. Also ich kann nur sagen, dass das, was ich am meisten von dem Kanzlerinnen Triell gelernt habe, ist, dass es das Wort Triell gibt. Wirklich? Das habe ich da auch zum ersten Mal gehört. Ja. Ging mir ganz genauso und vor allem, es ging so weit,
dass als ich das erste Mal gehört habe, überhaupt keine Verbindung zu der Sache herstellen konnte. Weißt du? Ich habe nur gehört, so ein Triell, ja okay, was ist denn jetzt ein Triell? Also, ach so, eine Stadt in Italien. Das wäre so eine ganz abgefahrene Motorradart. Weißt du, es gibt ja Trike und dann gibt es auch noch ein Triell. Ja, oder, ja. Oder so ein ganz altes Gewehr oder so ein ganz alter Säbel oder sowas. Ne? Ja, das ja, Triell, ja, das passt sehr so gut. Ja, ja, genau. Ey, weißt du, einfach mit so drei Ausgängen, drei Schaften. Ja. Ja. Komm so, also vorne tust du eine Kugel rein, die werden aber in dem Schaft werden die geteilt und dann kommen so drei raus als Schrot. Ja, das wäre toll. Und ich habe mich dann gefragt, ist es dann das Quartell, wenn Christian Lindner auch gekommen wäre? Oder dann wäre es vielleicht das Quartett gewesen und dann hätten sie auch wirklich zu Themen so Quartett spielen müssen. So das Kriegsschiff-Quartett oder das LKW-Quartett. Zylinder 12 Stich. Das wär, also das wäre doch mal ein tolles Quartett, was sie hätten machen können. Hubraum. 44 kW. Stich. Ja, das wäre doch toll. Gewicht. Also das würde ich mir wünschen. Ja, das würde ich mir wünschen. Ja, Gewicht, ich habe bei so Quartetten nie verstanden, ist Gewicht, mehr Gewicht gut oder weniger? Also kommt beispielsweise bei Autos. Ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Ja, kommt. Aber das wäre witzig, wenn man das so dann auf eine, also die hätten alle so Quartettkarten und hätten dann so random einfach so 20 Politiker der letzten Jahre aus der eigenen Partei so gekriegt. Weißt du? Und dann hätte Annalena Baerbock hätte halt hoffen müssen, wenn es nämlich dann um Stich geht, ja, bei Gewicht und Armin Laschet hätte Helmut Kohl da am Start. Ja, und dann hätte sie nämlich Olaf Scholz hätte nämlich dann Kurt Beck. Ja. Oder Sigmar Gabriel zu Spitzenzeiten. Ja. Und dann muss Annalena Baerbock hoffen, dass sie den Nachregierungs- oder den Vorregierungsfischer gekriegt hat. oder variiert das auch immer, je nachdem. Wenn sie die Karte spielt, da steht dann, muss sie Glück haben, weil das Gewicht ist halt immer sehr variierend. Jojo Fischer. Jojo Fischer. Ja, wirklich. Ja, finde ich toll. Also wirklich das Quartell gelöst über ein Quartett. Quartell oder Quartett? Wie heißt es denn jetzt dann? Ja, das, da wusste RTL auch keine Antwort drauf und hat Christian Lindner einfach ausgeladen. Ja, genau. Er war eigentlich eingeladen, ja. Aber es ist daran gescheitert und hat gesagt, sorry, Christian. Ja, aber wir müssen dich leider wieder ausladen. Und nur weil seine Lebensgefährtin ja selbst bei RTL arbeitet, konnte man da die Wogen glätten. Ne? Ja, er ist nicht gekommen. Ne? Er wurde eingeladen. Warum hat er abgesagt? Nein, wirklich. Er wurde wirklich eingeladen. Ich meine, er wurde wirklich eingeladen und hätte abgesagt. So habe ich das verstanden. Aber das ist ja aus jetziger Sicht bei den jetzigen Umfragewerten. Naja, gut. Heute, du by weißt, the way. Nee, ich würde immer sagen, also wenn er eins gelernt hat oder hätte lernen können aus den letzten Wochen, dieser Wahlkampf wird gewonnen über Fresse halten. Richtig. Und deswegen hat bloß er sich auch nicht gesagt. Sagen und sich bloß nicht zeigen. Ja. Also er hat sich einfach hinter einem seiner Wahlplakate versteckt und hat sich gedacht. Ja, es ist so viel zu tun wie noch nie. Er ist schon dran. Er löst schon die Probleme. Ja, und zwar, er sitzt vor allem an seinem Schreibtisch und lässt sich dabei fotografieren, wie er zumindest aufschreibt, dass es etwas zu tun gibt. Ja. Also da ist ja schon mal ein guter Anfang gemacht. Nein, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich habe verstanden, man hätte ihn eingeladen und er hätte dankend abgelehnt. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Rumors. Ich sage, das ist alles Rumors, weil ich glaube, er hat das gefordert schon vor einigen Wochen und da hat man aber gedacht so, ja komm, also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Hm? Ja, sonst steht da nachher der Spitzenkandidat. Wobei seinerzeit. Sonst steht da nachher der Spitzenkandidat der Tierschutzpartei. Aber das Ding von ist dem halt, haben sie nämlich alle Angst. Von dem haben sie Angst, wie er auch immer heißt, das finden wir noch raus. Also, das Ding ist halt, als der gute Chrissy Lindner das gefordert hat, das mag jetzt wirklich so gut zwei Monate her sein, lag die FDP bei 13% und die SPD bei 15. Ja. Also da haben die wirklich 2 Prozentpunkte getrennt. Jetzt ist es halt einfach so, heute auch nochmal reingekommen oder gestern Abend, der ARD Deutschland-Trend, 25% SPD, 20% Union, 16% die Grünen. Und ich dachte sogar 27% bei der SPD.
Ja, also ich habe nur die Werte von gestern, mag sich auch noch verändert haben. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das erste Mal seit 2017 überhaupt, dass die Union da von der SPD verdrängt wird. Ja, das erste Mal, seitdem der Schulz-Zug so richtig angefahren ist, ne? Aber wie gesagt. Der Scholz. Der da seinerzeit der Schulz-Zug. Ach so, ne? Ja. Seinerzeit noch der Schulz-Zug. So, jetzt ist es aber so. Das sind die Ergebnisse, die liegen auf dem Tisch und ich sag mal, time is money, ja. Und mit Money, da kennt sich die CDU ja aus, wie wir unlängst seit der Maskenaffäre wissen. Deswegen hat man gesagt, jetzt oder ist es... Oder der Spendenaffäre. Oder der Spendenaffäre, die Älteren werden sich noch erinnern. Jetzt ist es Zeit zu handeln, ja. Und Armin Laschet ist auch ein Mann der Tat. Er hat gehandelt und hat vorgestellt gestern sein sogenanntes Zukunftsteam. Und Max, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wer en Detail alles mit dabei ist. Darf ich dir mal vielleicht ganz kurz so ein paar Namen droppen? Ja, ja, nenn mir ein paar Namen. Zwei weiß ich. Ja. Natürlich unsere gute Freundin, unsere Insta-Freundin. Ja. Dorobert. Dorobert ist mit dabei. Natürlich für was? Ja, Digitales, ne? Das ist ja ihr sogenanntes Steckenpferd, ja? Genau. Wer ist noch dabei? Ein arrivierter Finanzexperte? Friedrich Merz. Richtig, Friedrich Merz. Und weißt du, was er fordert? Oder was er vielmehr sagt? Die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Neue wirtschaftliche Dynamik. Und er möchte Deutschland... Kanzlerkandidat werden. Ja, das kommt so in 1 bis 2 Wochen, so eine Woche vor der Wahl. Nee, er möchte das Land entfesseln. Ich sag mal, spannende Rhetorik, ja. 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 So, und jetzt, pass auf, und jetzt geht's richtig los. Jetzt pass auf, jetzt geht's richtig los. Jetzt wird schon wieder mit den Zähnen geklappert. Ja, also es klingt wirklich so, ne? Also es hat ja wirklich ein leichtes Geschmäckle. Ja. Aber pass auf, jetzt geht's richtig los, jetzt werden hier die Geschütze aufgefahren. Also, Andreas Jung, ja, Terrorismusexperte von der renommierten Universität, sag's, in England, Cambridge. Ja, weiß ich nicht. Ich rate nur. Ich lese hier allerdings, er sei soll vor allem für das Thema Klimaschutz verantwortlich sein. Nee, da ist es noch jemand anders. Wie heißt okay. Denn, da ist es noch jemand anders. Wie heißt denn der Terrorismusexperte, den er sich da ins Boot geholt hat? Du meinst, hier, vom King's College in London. King's College, ist der sogenannte Sicherheitsexperte Peter R. Neumann. Ja, ja? Peter Neumann. Okay. Der klingt einfach auch wie so ein Cartoon, oder? Also, Peter R. Neumann, ich finde dieses R ist wichtig, also das ist irgendwie so... Was gab es denn nochmal? Es gab doch einen auch so... Peter Tolkien, R. oder? Hat nicht nein, Tolkien? Nein, Peter, ja, J.R.R. Tolkien, aber ja. Nein, Peter R. Neumann, das ist doch sowas wie Gilbert, oder ne, Dilbert, dieser Cartoon. Kennst du das? Ja, kenne ich, ja. So, wie, irgendwas, gibt es nicht da so ein Cartoon mit Neumann? Weiß ich nicht, ich kenne nur find jetzt, raus. Ich finde mir raus, ich kenne seit neuestem nur Ali Neumann, ja, tolle Musikerin, Grüße. Ja, ja? Dann gibt es hier noch Karin Prien, sie ist Schleswig-Holsteins Bildungsministerin, ja, kannte ich jetzt auch noch nicht, aber sie ist auch im Zukunftsteam, herzlich willkommen. Dann gibt es den sächsischen Minister für Kultur und Tourismus, ja, es ist eine... Jetzt, siehst du, wie, sag doch mal, wie er heißt? Er heißt Peter R. Neumann. Peter R. Neumann. Und an wen musste ich denken? Alfred E. Neumann. Das Maskottchen vom Mad Magazine. Oh, das finde ich toll. Also das finde ich so toll. Das muss definitiv in die Insta-Story. Bitte. Ja, ja? So sage ich doch. Alfred E. Neumann. Und zwar so eine Gegenüberstellung. Wir nennen das bitte? Sicherheitsexperte. Was? Wir nennen das eine Gegenüberstellung. Ja. Bei Doro ja. Bär ist der Gegenüber ein Bär. Ja. Und dann gibt es noch Barbara Klepsch. Ja, sie ist eben die sächsische Ministerin für Kultur und Tourismus, auch im Team. Ja. Ja. Da soll es irgendwie für sie um Wohnraum Klepsch. Gehen. Die hat auch den passenden Namen, um auf so, Sachsen und zu jetzt, kommen, oder? Pass auf. Und jetzt, also die sieht, ach nee, das ist genau, die CDU-Vizevorsitzende Silvia Breher. Ja. Die erinnert mich ganz, ganz, ganz stark optisch an, wie heißt denn nochmal die Dame, die immer so Dschungelcamp moderiert?
Sonja Zietlow. An Sonja Zietlow. Also wirklich, Silvia Brea, gerade noch im Dschungel, ja, und hat die Schlangenprüfung anmoderiert, jetzt schon an der Seite von Armin Laschet. Toll. Ey, du, doch, ey, soll ich dir was sagen? Was denn? Silvia Brea, ja, absolut. Sie ist pfiffig, sie ist gut drauf. Ich habe hier bei uns in der Region, ja, gibt es eine Kandidatin für den Bundestag, Anne König. Anne Aha. König, 36, jung, dynamisch, Lehrerin, will in den Bundestag, ja, dreht hier im Kreis die CDU auf links. Sie hat sich zur Wahl stellen lassen. Es war hier irgendwie der Bauernkönig. Er war Vorsitzender vom Bauernverband, irgendwie Röhrig oder Röhring hieß der, war 126 Jahre im Bundestag. Gas, Wasser, Scheiße, Röhring, ne? Ja, genau. Aber er war der Bauernkönig, so wurde er genannt, hat hier Lobby gemacht für die Landwirte, ja, und dann wurden die Kandidaten aufgestellt und dann hat Anne König gesagt, nö, ich will auch. Man hat sich gefragt, wieso du denn jetzt auch? Wir haben doch hier den Röhring. Da hat sie gesagt, nö, ich lasse mich auch mal aufstellen. Hat mit wehenden Fahnen ist sie an Herrn Röhring vorbeigezogen. Er ging in Sack und Asche, musste weg. Sie ist Spitzenkandidatin und dann habe ich mir in den letzten Tagen das Insta-Profil von ihr mal angeguckt. Sie macht einen sehr guten Insta-Wahlkampf. Ja, und da war sie auch unterwegs, unter anderem mit Silvia Brea. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wer ist denn diese blonde Frau mit dem Iro, die da die ganze Zeit dabei ist? Und irgendwann habe ich gesehen, auch Mitglied des Bundestags, kommt hier irgendwo da aus der Region Cloppenburg-Vechta, ja, da, wo der Tönnies herkommt. Ja, und ich habe schon gedacht, Mensch, diese Frau mit dem blondierten Iro kommt da dynamisch her. Was macht sie denn wohl? Hab ein bisschen was zu ihr gelesen und habe gedacht, und die ist in der CDU, also die jungen, modernen Frauen in der CDU, die mischen da die Partei auf und habe mich dann gefragt, also hat die CDU da einen Haufen dynamischer und auch jetzt auf den ersten Eindruck kompetent wirkender Frauen? Und warum ist der Spitzenkandidat Armin Laschet? Ja, und vor allem, sorry, aber warum? Also, du hast jetzt quasi so einen Haufen Leute, ne, die alle total unbekannt sind, ja, die aber ja scheinbar für irgendwelche Bereiche wirklich Expertinnen sind, ja? Ja. Und du hast Friedrich Merz, um irgendwie die Stammtische dann doch noch zu befrieden. So, ja, und frage ich mich auch so, meinst du, wenn da so eine Runde zusammensitzt und da sitzt so, wie gesagt, guckt euch mal alle Silvia Brea an und auch so, wie sie so auftritt. Und ich frage mich, wenn die so am Tisch sitzt mit Armin Laschet und Friedrich Merz. Und sie ist so für das Thema Familie zuständig und so weiter. Und dann sitzen sie da so irgendwie im Sauerland in so einem Gasthaus auf so einer Holzeckbank, ja, alles vertäfelt mit Holz. Im Hintergrund hängen noch die geschossenen Rehböcke und Wildschweine. Und dann sagt sie, ich gehe mal kurz zur Toilette. Ja, und sie hatte sich, weil sie ein bisschen, ja, sie hat Jura studiert, sie hat auch mal was von der Welt gesehen, hat ein Chardonnay bestellt. Weil die Pissblöre, die sie da aus dem Zapfhahn läuft seit 30 Jahren, schmeckt halt wie abgestandene Füße. Da schütten die sich natürlich fröhlich rein, da die Männer. Und dann geht sie kurz auf die Toilette. Wie ist dann das Gespräch so? Ja, die Silvia mit dem Thema Familie ist so ein bisschen so, ja, lass die mal, die soll mal schön zum Friseur gehen. Ist das so dann eher der Ton oder sagen die so, Mensch, was sind wir froh, dass wir die Silvia im Team haben. Das ist wirklich eine sehr kompetente Frau und die hat wirklich was drauf und die kann hier wirklich was rocken und die müssen wir jetzt mal nach vorne pushen. Was denkst du, ist welches der beiden Gespräche wird zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz geführt? Normalerweise würde ich natürlich ganz klar sagen, Locker-Room-mäßiger Talk numero uno. Aber es sitzt noch eine dritte Person am Tisch oder beziehungsweise eine vierte. Ja? Und die ist wie so eine Art Mediator. Und es handelt sich hierbei um niemand Geringeren als Joe. Und gemeint ist nicht Joe Laschet, auch nicht Joe Biden. Es ist Joe Chiana. Gerner. Ja? Joe Gerner.
Joe Giallo. Joe Giallo ist ich nämlich auch. Joe Gerner als Rechtsexperten. Da muss man ganz vorsichtig sein. Das ist ja auch ein toller Move von Armin Laschet. Ja, aber pass auf. Also, ich weiß nicht, ob du Joe Giallo kennst, aber das ist nicht so weit weg. Joe Giallo bewirbt sich auch um ein Mandat im Bundestag. Ich glaube, in Spandau. Und Joe Giallo, CH geschrieben, Giallo. Joe Giallo. Wie? Joe Giallo. C-H-I-A-O-L. Giallo. Ja, okay. Und der ist nämlich Musikmanager. Und da bin ich ja hellhörig geworden. Ja. Also, ja. Musikmanager? Wen managt der denn? Und dann ist mir aufgefallen, er hat wirklich eine sehr prominente Liste an Interpreten, die er da vertritt. Ja. Und es ist aber auch ein, würde ich sagen, relativ großes Spektrum, denn auf der einen Seite Kelly Family, auf der anderen Seite dein lieber Freund Matthias Schweighöfer. Ja? Nein, doch, wirklich? Doch, die managt Joe Giallo und er ist im Zukunftsteam. Herzlich willkommen, ja. Nein, ich werd verrückt. Doch, und deswegen sage ich, das ist wirklich ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen. Das ist so ein bisschen, also, und ich bin, also, das ist so ein bisschen wie das A-Team, oder? Völlig. Und ich finde das rund und diese ganze Laschet-Performance einfach nochmal ab. Also. Ja, vor allem finde ich das schön. Vor allem hat ja auch, also auch wenn man jetzt irgendwie, wer jetzt in Klischees denken möchte, sagt Joe Giallo, ja, der ist der Mr. T, weil er schwarz ist. Nein, ja. Für mich ist natürlich ganz klar Silvia Brea, B.A. Baracus, weil sie hat eine Iro. Sie hat einen Iro, ja. Sie hat einen Iro. Also für mich ist sie ganz klar, dass, also dieses Kompetenzteam, das könnte auch so, also wenn das, ich sag mal so, das ist ein geiles Team und wenn es mit dem Team nichts wird, ja, in Sachen Politik, dann würde ich sagen, werden die nächste Jury bei DSDS. Das könnte passen, oder? Oder halt die nächste Crew von Love Foto. Island. Also Experten statt Experimente. Zukunftsteam. Das Schild alleine, was dieses, also dieses Bild, das ist einfach glorreich. Ich liebe wirklich komplett alles daran. Ja, also ich, ich liebe dieses Team, ich liebe auch überhaupt dieses Konzept. Vor allem, was man sich ja auch nochmal vor Augen führen muss, ist so. Ist das das neue Bundeskabinett dann? Nein, das ist wirklich. Also Obacht. Was machen die jetzt? Obacht. Die beraten jetzt. Also, die sind in erster Linie dafür da, um zu zeigen, Armin Laschet alleine ist vielleicht so ein bisschen am struggeln, aber hey, der hat helfende Leute in der Hinterhand. Da sind wirklich Leute in the back, im Hintergrund. Er ist nur Marionette. Nein, aber das sind Leute, die sind Expertinnen. Die können helfen, die können einspringen. Also, ne? Auch wenn der Wähler, die Wählerin, Armin Laschet das nicht alleine zutraut, er hat die Leute, die er ansprechen kann. Er, ja, okay, weiß, wen er fragen muss. Ja. Okay. Aber also, was ja auch interessant ist daran, du hast halt irgendwie auf der einen Seite Olaf Scholz, der ohnehin ja schon irgendwie große Beliebtheitswerte hat, ja, und wo man schon eher so das Gefühl hat, der steht jetzt so ein bisschen auch für sich, der steht für die Partei jetzt gerade fast schon, ja. Ja. Und nach dem Motto, Olaf packt an, das ist ja auch der Slogan, also Olaf packt an und der macht das allein. Und Armin Laschet, der wird so mit letzter Kraft von seinem A-Team über die Ziellinie gedrückt. Ja, also ja, ich finde, wirklich. Das ist so das Bild, was die, bleibt. Die Schlörlin, er hängt da eher hinten dran und wird gezogen. Also er ist sozusagen, um im Tour de France-Sprech unterwegs zu sein, er ist das Gruppetto in seinem Team. Ja, wirklich. Weißt du, wer mir so ein bisschen in dem Kompetenzteam fehlt? Sag's. Dieter Nuhr. Für das Thema Unterhaltung, ne? Ja. Ja, nee. Also der wird mir fehlen. Und hier, wie heißt denn nochmal? Ach, das ist, glaube ich, eine ARD oder ZDF oder WDR-Moderatorin. Ja. Mist, wie heißt die denn? Macht die nicht auch den Buchclub? Wer ist denn der Buchclub?
Ich weiß nicht genau, wie du meinst. Ob du Christiane Westermann meinst, ja, mit der wir ja, auf deren Namen wir letztens schon nicht gekommen sind, by the way. Ja, Christiane Westermann. Ja. Und jetzt, wenn die eine Brille auf hat, mhm, dann guck dir mal bitte parallel dazu Barbara Klepsch an. Barbara Klepsch auf dem Foto von diesem, also es gibt bei der Bild-Zeitung ein tolles Bild, rettet dieses Spitzenteam Laschet das Kanzleramt. Ja. Ja, das ist der Beitrag. Und da steht sie, wenn man auf das Bild guckt, rechts, ja, von Armin Laschet. Und da sieht sie aus wie Christine Westermann. Ich habe sie als Christiane. Aber. Nee, Christine. Christine? Okay. Christine Juliane Westermann. Okay, um es nochmal ganz genau. Wo geboren nochmal? Ja. Erfurt. Okay. Ja, Tatsache. Also vielleicht wurde sie auch deshalb, meinst du, deshalb wurde sie jetzt reingeholt ins Zukunftsteam, weil man gesagt hat, wir brauchen noch eine, die aussieht wie eine WDR-Moderatorin. Ja, wirklich. Ja. Ja, okay. Also Max, wir müssen ein bisschen Tempo machen, aber es bleibt festzuhalten, ein absolutes Kompetenzteam, was Armin sich da rangezogen hat. Ja. Und ich denke, es wird wirklich, also jetzt wird es nochmal spannend, ne, hinten raus. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde nichtsdestotrotz, ne, also es ist nichts abzuhaken an dieser Stelle. Denn ich glaube, momentan die Umfragewerte der Deutschen sind volatiler als der Kurs jeder Kryptowährung. Ja, also das, ja, geht mal hoch, das geht mal runter. Ne? Das Beispiel von Christian Lindner, der angefragt hat, als Kanzlerkandidat mit in dem TV-Quartett zu sein, hat ja gezeigt, wie schnell es gehen kann. Ne? Also mit dem Zukunftsteam kann es im Aufzug nach oben gehen oder auch ganz nach unten auf die Talsohle. Also wir werden es sehen. Ja, ich wollte noch was ganz Kurzes ergänzen zu bitte zu dem Thema Wahlkampf. Ja, also die können natürlich retten. Und heute am Freitag hörte ich kurz WDR 2. Mhm. Und wer war dort? Christiane Westermann. Wolfgang Bosbach. Wolfgang Bosbach war dort im Gespräch und vor allen Dingen klingt Wolfgang Bosbach, wenn man ihn im Radio hört, eigentlich genauso wie Armin Laschet. Und die haben halt beide so einen rheinischen Slang. Ja, und klangen so sehr ähnlich. Und dann hat er die ganze Zeit von Armin Laschet gesprochen und ich war mir nicht ganz sicher. Also ich hatte mittendrin in den Beitrag eingeschaltet und mhm, hatte die ganze Zeit erst die Vermutung, dass Armin Laschet von sich in der dritten Person spricht. Ja. bis dann am Ende gesagt wurde, ja, vielen Dank, Herr Bosbach. Und das Schöne war eigentlich so, er hat eine flammende Rede darauf gehalten, ja, dass der Wahlkampf garantiert nicht vorbei ist. Armin Laschet jetzt Gas gibt. Und woran hat es gelegen? Er hatte ganz klare Gründe, woran es gelegen hat, dass es nur noch nicht gelaufen ist. Man war zu freundlich. Es war immer nur über der Gürtellinie. Jetzt muss man mal Gas geben. Also er hat darauf verzichtet zu sagen, es war immer nur über der Gürtellinie. Jetzt, ja, muss man mal auch ein bisschen härtere Bandagen auffahren. Und ich habe gesagt, was sollen sie jetzt machen? Anfangen, unter der Gürtellinie zu beleiden. Einfach zu sagen, ey, der Scholz mit seiner Glatze und hier die weibische Baerbock. Also was hat er vor? Olaf Scholz, die hässliche Nutte. Ja, jetzt muss er aber unter die Gürtellinie gehen. Der sieht aus hier, Olaf Scholz, der sieht aus wie ein Pimmel im Anzug. Ja, also das war geil. Und dann hat er nämlich, und dann kam er. Und stell dir vor, das ist auch nur so ein krasser Prank, einfach von Bosbach. Ja, ja, also Bosbach ist auch gar nicht so Team Laschet eigentlich. Wolfgang, ja, genau. Boshaft. Der will den einfach jetzt nur anstacheln, dass der jetzt da anfängt auf einmal mit so übelsten Beleidigungen. Also überhaupt, ja, Armin Laschet in diesem Triell wirkte ja schon wie so ein aufgezogenes Spielzeugauto. Ja. Und jetzt, ja, stell dir mal vor. Zinssoldat. Ja, und ich stelle mir vor, angestachelt von diesem Bosbach, geht der in dieses nächste TV-Duell und klatscht ihm erstmal eine. Bevor die erste Frage überhaupt gekommen ist, zieht der einfach so in dem Olaf Scholz die Hose runter. Ja, dann hatten wir ja das Thema Hose runtergezogen. Das war ja eigentlich Söders Aufgabe. Richtig. Ja, aber der kommt jetzt und dann sagt er, komm doch her, dann hau ich dir eine, du Penner. So richtig, der wird direkt körperlich. Ja, aber das Geile war, dann kam nämlich, ja, Wahlkampf schon verloren. Und dann kam die Aussage von Herrn Bosbach, glorreich, eine Fußballanalogie, ja.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass sich ein Fußballteam in der 70. oder 77. Minute dahinstellt und dann erstmal darüber diskutiert, wenn es unentschieden steht, wie man jetzt irgendwie was besser machen kann oder auch nicht oder so und dann so in Selbstzweifel verfällt. Da kämpft man bis zum Schluss. Daraufhin die Moderatorin, naja gut, in der Fußballmannschaft kann man ja auch in der letzten Minute nochmal auswechseln, ne? Ja, dann, ich liebe es. Und dann hat der Brustbach Alter auch nichts mehr dazu zu sagen und ging dann zum nächsten Thema über. Aber es war so ein herrlicher Konter und er hat so wunderbar gefasst, dass man ja gerade beim Fußball in, also diese Anspiel, also das war so eine tolle Analogie aufgebaut, leider irgendwie direkt von der WDR-Moderatorin eingerissen und es war glorreich. Ich habe so gelacht. Also ich saß ja, wirklich lachend im Auto. Es war Chapeau. Glorreich. Chapeau, ja, Chapeau, Christine Westermann. Vielen lieben Dank. Ja. Sehr gut. Max, sehr gut. Wir müssen noch ganz kurz, ja. Nicht, dass wir hier als sozusagen eindimensional wahrgenommen werden. Ja. Ja. Oder sozusagen parteiisch wahrgenommen werden, müssen wir zumindest ganz kurz noch zwei Punkte in der politischen Woche besprechen. Und zwar, es geht auch um die Grünen. Die Grünen mussten diese Woche auch einige Kritik einstecken, ja, nach der Intonation von Kein schöner Land. Jetzt das nächste Thema, und zwar, es gibt wohl in Baden-Württemberg eine Steuersünder-Plattform, ja, also wo man irgendwie... Wenn du jetzt sagst, aha, ich habe da irgendwie bei einem Unternehmen mitbekommen, da wird wohl mit der Steuer, wird das wohl hier nicht alles so ganz genau genommen, da kannst du sagen, gebe ich jetzt mal hier online anonym eine Anzeige auf. Ja, so. Das mache ich oft. Machst du oft? Ich zeig da alle möglichen Leute an. Ich bin waren ja jetzt die noch nicht bei dir? Ja, pass auf. Erstmal bin ich ja... Das ist der moderne Prank-Call. Ja, pass auf. Und das soll es aber nicht nur in Baden-Württemberg, sondern laut den Grünen halt jetzt demnächst auch bundesweit geben. So, haben die, hat Annalena gefordert. So. Und ich sag mal, das kam jetzt nicht überall so richtig gut an, ja. Und wurde medienwirksam aufgegriffen, aber halt eher negativ, ja, der Tenor. Auch natürlich interessant, ne? Gibt ja durchaus viele Steuersünder in Deutschland. Und jetzt hätte man eigentlich gedacht, es ist vielleicht auch so ein grunddeutsches Phänomen zu sagen, ist doch toll. Also so eigentlich deutscher Volkssport, oder so der Nachbar, den kann ich eh nicht leiden. Und ich glaube, Steuern zahlt ja auch keine. Ja, und hier, da Zeitung austragen im großen Stil. Ja, wirklich. Das sind ob mehr die als Putzfrau wohl angemeldet ist? Aus meiner Sicht mehr als 8.001 Euro im Jahr. Ja, ja. Also, ja, wirklich. Und aus meiner Sicht ist das schon Spitzensteuersatz. Ja, finde ich geil. Das hat so ein bisschen wieder Charakter. So, das hat damals, also ich sag mal, die Überwachung des Volkes durch das Volk hat ja schon gezeigt, dass es in der DDR sehr gut wunderbar funktioniert hat. Ja. So. Und ich finde, da müssen wir auch langsam wieder hinkommen, ja. Die so ein bisschen, damit wieder Zucht und Ordnung hier in der BRD herrscht, brauchen wir wieder so ein bisschen die Angst vor dem eigenen Nachbarn. Ja. Richtig. Auch vielleicht die Angst vor dem Ehegatten, wenn der häusliche Streit mal wieder eskaliert und abends auf dem Handy die Frau bei der Steuer angezeigt hat. Und am nächsten Tag der Steuerfahnder vor der Haustür steht und sagt: Naja, es tut mir leid, der Streit gestern, er ist etwas eskaliert. Ja, tut mir leid, wir sehen uns in 3 Jahren wieder. Ja. Da kann Vater Becker ein Lied von singen. Ja, an der Stelle ganz liebe Grüße. Ja, also genau, das ist das große Thema. Da sind wir ganz gespannt, ob das jetzt kommt. Und was, wofür sehen. Kann man das noch machen? Also ich finde sowieso, nicht nur für Steuersünder, das kann ja damit anfangen, aber ist nachher so eine komplette Plattform. Da kannst du eigentlich Falschparker. Alle anzeigen. Also ich würde erstmal mit Falschparken würde ich anfangen. So, ja? Falschparker. Dann zu wenig Trinkgeldgeber. Ja, ist ein Thema. Ist ein Thema. Dann Leute, die im Urlaub ihre Handtücher irgendwie auf Liegen legen und bunkern. Ja. Ekelhaft. Wer am Bauhof mehr als 2 gelbe Säcke abholt. Ja. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja. Auch das wird angezeigt. Ruhestörung. Das Balkonthema. Wenn du Blumen hast, die über den Balkon rausragen. Ja, du erinnerst dich an mein kleines Szenario. Ich erinnere Szenario mich, mit den das alten ist ja Nachbarn. Wirklich ein aus dem Leben gegriffenes Beispiel. Genau. Wenn die Buchenhecke
zu weit ins Nachbarsgarten reinragt. Klassischer ja. Nachbarschaftsstreit. Ja, ja, wenn wieder sich nicht an die Hausordnung des Schrebergartenvereins Oer-Erkenschwick gehalten wird. Ja, all das. Richtig, sollte auf dieser Plattform. Die Toilette galt es auszubauen. Der hat noch eine. Versteckt. Hinter ja, der Bretterwand ist eine Toilette versteckt. Und dann auch mal so, auch einfach. Die scheißen da. Ja, ja. Dann finde ich auch so Sachen wie Tempolimit, zu schnell gefahren. Ja. Anzeige. Ja. Richtig, geht direkt raus. Abgestellt. Anzeige. Brief ist zu viel Anwalt. Zucker. Also es geht auch wirklich so in den Ernährungsbereich mit ja, rein. Ja, auch das Gefühl zu haben, ja. Ja, da wird sich nicht gesund ernährt. Richtig. Anzeige. Oder vielleicht auch so Seitensprung. Man glaubt. Richtig. Ich denke, er betrügt seine Frau. Richtig. So. Seitensprung. Und das kann man aber direkt auch dann bei der Partnerin selbst melden. Online. Ja, richtig. Ich habe gesehen. Online und anonym. Ich habe wahrgenommen, da hat man sich vielleicht 5 Minuten zu früh aus der Arbeit ausgestempelt oder nicht pünktlich ausgestempelt, hat vielleicht ein paar Minuten länger die Uhr laufen lassen, war aber schon im Garten und hat einen Aperol Spritz getrunken. Ja, ja, auch das. Anzeige. Also da muss man hinkommen. Anzeige. Was? Auch zu viel getrunken. Alkoholmissbrauch. Anzeige. Anzeige. Sicher. Klar. Besoffen auf dem E-Scooter durch die Gegend gedonnert. Anzeige. Anzeige. Ja, also da gibt es viele Beispiele. Er meint, er wollte backen. Backpulver. Ich glaube, es war Koks. Anzeige. Ja, du erinnerst die ganzen Zeiten. Mehr als zwei Toilettenrollen und mehr als einen Hefewürfel gekauft. Anzeige. Ganzen Laden dicht machen. Das sind Zeiten, die wirken jetzt wie aus ewiger Vergangenheit, ne? Dass es wirklich im letzten Jahr Menschen gab, die haben Klopapier und Hefewürfel gebunkert, ne? Das ist einfach unvorstellbar, was mit den Leuten los ist. Ich sag dir eins, der heiße Herbst und der noch kältere Winter liegen noch vor uns. Was jetzt gerade völlig aus der Zeit gefallen und unrealistisch wirkt, kann schon bald wieder Realität werden. Was freue also, ich mich auf die Balkonkonzerte. Ja, wir warten ab. Ja, ich habe mich auch schon aufgestockt. Ja, bei mir. Also ich ja, habe neues, ich habe neues Wand Mischpult hinter dir. Da. Ich habe neues Mischpult, neue Platten da und ich habe auch so lange Kabel. Ich kann die Boxen auf den Balkon stellen. Ich würde den ganzen Innenhof einmal beschallen. Ja, ich würde jetzt einfach mal machen. Ich würde es jetzt machen, schon mal ausprobieren, aber dann wirklich nur so. 12-Ton-Musik. Ja, also. Gregorianischer Halsgesang. Damit geht's los, als kleines Warm-up. Ich mache einen heißen Ritt durch die Musikgeschichte. Und ich lasse aber dann so 400 Jahre aus. Ich komme vom gregorianischen Choral direkt mal, ja, zu den Postmodernisten. Und auf geht's mit Stockhausen. Ja. Gesang der Jünglinge im Feuerofen. Ja. Und das einmal hier für den ganzen Hinterhof. Ja. Und am Ende noch eine kleine Runde Schranz zum Runterkommen. Ja. Schranz, und zwar, dann lade ich mir aber noch ein, Schranz begleitet dich am Mini-Keyboard Igor Levit. Ja, sitzt bei mir auch mit auf dem Balkon. Also ja, das sehr wird, schön. Das wird ein genialer Abend. Ich ja, wer mich hat denn drauf. Gesagt, dass das nicht okay ist? Also wer hat denn da wieder, welche Kulturpolizei hat denn da wieder gesagt, was ist akzeptabel, wenn da einer irgendwie auf der Akustikgitarre Chief Wonderwall in den Himmel reinballert? Das ist für alle okay. Aber wenn du, wie gesagt, da ein bisschen 12-Ton-Musik machen will, ja, das ist scheinbar wieder nicht okay. Ja, genau, wer das sagt ist aber das? Das ist aber dein Danke. Ja, wie man Danke sagt, ist da jetzt aber, ja richtig, da wollte ich mich mal bei den Alltagsheldinnen bedanken. Ja. Ja. Ja, meine Leute schenken eine Flasche Champagner zum Jubiläum. Ich schenke eine Flasche Jägermeister. Ist doch auch in Ordnung. Ich probiere es einfach mal aus, ich melde mich nochmal. Aber vielleicht hier auch nochmal ganz kurzer Aufruf, wenn den Hörerinnen und Hörern ja beim Hören der Folge jetzt einfällt, Mensch, das habt ihr Jungs von Zeitgeist und Wunderlich auf eurer
bei euren Angeboten an verschiedenen Denunzianten-Plattformen noch vergessen, dann gerne mal kurz rüber droppen. Wir sind dankbar. Ja. Wir lieben ja irgendwie dieses ganze Prinzip Plattform und wir würden das einfach ausbauen. Ja, also ja. Für ganz verschiedene Lebensbereiche ist es customizable. Ja, ja, wirklich. Ja, aber das ist so ein wunderlich SaaS-Produkt. Genau. Unsere Plattform verbreitet sich schneller als jede Corona-Variante. So, ja. Wir haben noch einen Punkt auf der politischen Agenda für heute. Und zwar, es geht, also wie soll ich sagen, es geht natürlich auch hier wieder um einen heißen Hund. Ja? Kläuschen ist sein Name und du sagst, deiner Meinung nach, er hat die härtesten Eier Deutschlands, oder? Ja. Sag noch schnell, ist der Name entfallen? Er heißt Klaus-Kläuschen Weselski. Ja? Ja, Klaus Weselski, der menschgewordene Bahnstreik. Wirklich. Er ist der Vorsitzende der, was ist das, Bahnführergewerkschaft oder sowas? Ja, dieser anderen. GDL, oder? Ja, der GDL. Ja. Ja, und er sagt hier, nix fährt mehr. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und wenn hier einer von A nach B fährt, sind wir das garantiert nicht. Denn es wird gestreikt, ja. Und normalerweise habe ich ja einen Lifestyle, wo mir das herzlich egal ist, ob die Bahnfahrer streiken oder nicht. Weil du ja sagst, Helikopter ist ein Management-Tool. Ne? Richtig. Wenn ich mich wieder auf dem Flughafen in Arnsberg zusammen mit Fredi Merz treffe, um ein kleines Champaröschen zu trinken, ja, da interessiert mich das nicht, ob die da in Duisburg am Hauptbahnhof streiken und sich die Leute da alle gegenseitig anstinken und anmuffen auf dem Bahnhof und da 6 Stunden rumstehen, ist mir gleich. Jetzt ist es aber anders. Jetzt bin ich Teil des Volkes. Ich fahre am Montag nach Hamburg, ja, habe den ICE gebucht. Ja, genau. Und der fällt natürlich aus. Warum? Bahnstreik. Ja, tippitoppi. Gibt es da eigentlich irgendeine Art von Kompensation? Also Kulanz, ich kann jeden anderen Zug nehmen. Ja. Der natürlich, also natürlich ist mein Sitzplatz verfallen, den ich mir gebucht habe und darf mich natürlich jetzt wirklich da wie so ein Schwein in die anderen Züge reinstellen und dann wahrscheinlich im Stehabteil wie so ein nach Hamburg Viehtransporter. Fahren. Wie so ein Viehtransporter darf ich dann nach Hamburg kommen. Nein, ich bin ja froh, dass noch Züge fahren. Ich hatte schon große Sorge, dass ich mich irgendwie wieder mit meinem, dass ich mich doch noch irgendwie mit Lilium da ins Flugauto setzen muss. Ich hatte schon du große und Doro Sorge. Bär, ne? Ich und Doro Bär hinten irgendwie auf dem Tandem-Flugrad da nach Dingens düsen muss. Nein, ich kann Zug fahren. Ich werde berichten am Montag live. Also ich bin live beim Bahnstreik dabei. Oh, das ist toll. Also mach doch mal ein kurzes Insta-Live oder zumindest mal ein paar Insta-Stories. Also das finde ich schon auf jeden toll. Fall. Live vom Bahnstreik, wie ist es denn wirklich? Ja, du bist wirklich unser Außenreporter. Zeitgeist und wunderlich vor Ort, ja. Ja. Du hast dich mitten in den Corona-IC gestellt. Und dann habe ich, und das hat ja, das nimmt ja auch, das nimmt ja auch so Form von so einem Nachbarschaftsstreit an, ne? In also so einem IC sind, dann meinst du? Ja, die Politik sagt, Unterlassungsklage, hier wird irgendwie gegen vorgegangen oder was auch immer. Die werden jetzt gezwungen, dass sie fahren müssen. Und wie gesagt, Klaus, wie heißt der? Weselski. Er wirklich mit Schnubbi und so, er ist so eine Kombination aus Grau und Beige. Er sieht wirklich aus wie jeder B-Stadt-Bahnhof Deutschlands und steht dann da im Fernsehen und sagt so ein bisschen schon so, ich bewege mich nicht, in den Verhandlungen bewegt sich nichts, diese Züge bewegen sich nicht. Ja, und er ist wirklich... ganz ehrlich, love him, wirklich. Wirklich. Ja. Ich liebe den Typ. Also, wer ihn nicht kennt, sollte sich ihn mal anschauen und versteht, wirklich, also vor allem, er fasst wirklich alles zusammen. Vor allem das Lustige ist halt, Sixt, und das haben die ja auch schon beim Bahnstreik, ich glaube, der war 2016, 17, nee, ich glaube, ja doch, so 2016 oder so, gab es ja schon mal so einen großen Bahnstreik. Ja, die und machen da ja immer so pfiffige Kampagnen Sixt bei Sixt. Hat ne? das dann auch aufgenommen und ich habe gerade ihn nochmal ergoogelt und dann kommt nämlich direkt das Bild. Unser Mitarbeiter des Monats.
Das war die Sixth-Kampagne. Mit seinem Konterfei drauf. Und das war damals halt auch schon Klaus Weselski, ja. Und damals haben ihn auch schon alle gehasst. Und vor allem, weißt du, wenn du schon mal so zur Hassfigur geworden bist, dann einfach jetzt so ein paar Jahre später wieder zu sagen so, ja, also hier haben wir wieder mal einen Tarifvertrag, der hier ausgehandelt werden müsste und ich habe hier gar kein Problem. Und wirklich, der Typ stellt sich ja überall hin. Ja, er fährt ja auch keine Bahn. In das Auge des Zorns, ja, und stellt sich überall hin und da hat er gar kein Problem damit. Ja, der ist wie also, Oli Kahn, der braucht das auch. Ich glaube wirklich, weil der hat krass. Wirklich jetzt 4 Jahre lang zu Hause gesessen und wirklich gelitten. Ja. Und jetzt hat nur darauf gewartet, dass endlich wieder die Tarifverhandlung losgeht. Und da hat er wirklich sich schon so dran aufgegeilt wieder, dass er sagen kann, endlich kriege ich wieder den Hass der Deutschen. Das brauche ich wirklich. Das motiviert mich. Der wünschte, also ich glaube, der hat davon geträumt, von mit Bananen beworfen zu werden. Ja, wirklich. Das braucht er. Das braucht er wirklich. Ja, also er ist wirklich, ja. Man sagt ja immer, was ist der Unterschied zwischen einer Schlange und einer Autoschlange? Ja. Bei der Autoschlange ist das Arschloch vorne. So, und er hat ja wirklich, er ist ja wirklich der Superstau Deutschlands, ja. Und man muss ja sagen, es ist ja toll, dass er sich da einsetzt und alles. Aber manchmal denke ich mir auch so, also Züge fahren ja fast schon alleine. So, und ob er nicht da vielleicht auch anfängt, die haben jetzt alle schon gutes Auskommen. So, ich würde jetzt sagen, als Bahn. Ja. Führer, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, es ist jetzt auch ein Job, ich sag mal, Amazon-Fahrer oder Postbote oder Handwerker ist, glaube ich, oder auch Lehrer oder Krankenpfleger sind, glaube ich, schon mal ein bisschen stressigere und härtere Jobs. Bitte. Und bitte. Verdienen wahrscheinlich nicht so gut. Ich würde da jetzt, und wenn wir so kurz vor dem autonomen Fahren sind, dann ist vielleicht das autonome Zugfahren noch ein bisschen weniger weit entfernt. Gibt es, glaube ich, aber auch schon hier und ja, da. Ja, deswegen. Gibt es definitiv. Ja? Ja, oft sitzen also, ja die Bahnführer, hat man ja mal so gehört, dass die in ICEs sitzen und da geht immer so eine Glocke los, damit die da drauf drücken, damit man auch weiß, dass der Typ, der da drin sitzt oder die Dame, die da drin sitzt, nicht eingepennt sind. Das ist wie, wenn du quasi so Nachtwächter bist und dann irgendwie so Markierungspunkte hast, wo du nochmal sagen musst, hier, ich bin da. Ich bin da, genau. Ich habe das kontrolliert. Und so ist es da. Und ja, ob da nicht vielleicht dann eher ein bisschen das Rad überdreht, ist die große Frage. Weil dann vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo gesagt wird, jetzt reicht's. Wir hatten die Pläne für die selbstfahrenden Züge schon lange in der Tasche. Und mein lieber Klaus. Klaus, jetzt reicht's. Wirklich. Wir haben uns das angeschaut beim Skytrain am Düsseldorfer Flughafen. Der fährt seit 20 Jahren führerlos. So. Und dieses Modell übertragen wir jetzt auf das ganze Schienennetz in ganz Deutschland. So. Und dann gucken wir mal, was wir dann machen. Ja, so, er muss ein bisschen aufpassen. Aber, ne? aber da würde ich sagen, da hast du die Rechnung ohne Kläuschen gemacht. Also ich glaube, da sind nochmal ganz andere Sachen möglich. Jetzt fahren nur keine Züge, dann fahren die aber ganz woanders hin. Also, dann bekommen die Züge so Gesichter. Anstelle zu streiken. Wie bei Starlight Express. Ja. Rusty dreht durch. Ja. Rusty läuft amok. Nein, aber das wäre doch mal sowas. Also das wäre mal ein toller Streik. Ja, wirklich auch. Erste Frage. Streiken die beim Starlight Express auch mit? Ja, gerade. Bochumer Schauspielhaus steht vor dem Ruin wegen Klaus Weselski. Die spielen im Bochumer Schauspielhaus. Die haben doch eine eigene Location. Ja, was weiß ich. Im Musical Dome. Das ist ja geil. Du gehst da hin. Es ist Bahnstreik. Starlight Express findet nicht statt. Ja, warum nicht? Ja, Bahnstreik. Habt ihr das nicht mitgekriegt? Wäre doch inkonsequent. Ja. Ja, wirklich. Da muss man auch sich solidarisieren. Da muss man sich solidarisieren. Was ich aber toll finde, anstelle zu streiken, wirklich um die Meute wild zu machen, machst du entweder so Halbfahrten und dann sag ich mal auf so einer Strecke irgendwie Hannover, Hamburg, bleibst du mal irgendwo im alten Land stehen und sagst so, hier endet die Fahrt, alle aussteigen an irgendeinem wirklich so einem richtigen Schrottbahnhof in Niemandsland Deutschland. Wo du gar nicht wegkommst. Also wo so ein Bus fährt am ganzen Tag und der ist jetzt an dem Tag aber auch schon gefahren. Also. Ja, und dann, oder der fährt so alle
2 Stunden fährt da einer, aber auch nur so in den nächsten Ort. Und du musst mindestens noch so 7 Busverbindungen nehmen, um überhaupt mal wieder so irgendwo hinzukommen, wo es mal so einen Busbahnhof gibt, wo vielleicht mal 6, 7 Busse in so Orte wie Emstetten und Detmold und sonst so weiter, weißt du, in solche Orte fahren. Ja, richtig. Und da lassen die dich dann raus, so ein ICE mit so 900 Geschäftsreisenden und einfach so, nee, hier ist jetzt die Fahrt zu Ende. Taxiunternehmen hat letzte Woche hier Insolvenz angemeldet, ist dicht. Ja, das sage ich dir eins. Guck ja. doch mal, ob eure Tier-App noch funktioniert hier. Ja, guck mal, ob Free die noch now, funktioniert. Forget it. Weil hier gibt es nicht mal Internet. Und das machst du dann so. Oder dann sagst du, die Fahrt nach Leipzig endet dann halt einfach irgendwie in Schwerin. Einfach mal komplett woanders hingefahren. Komisches Ende. Wirklich ganz komisches Ende für eine Fahrt nach Leipzig. Ja. Aber da sage ich, vielleicht doch nochmal den Langstreckenbus rausholen, ne? Also. Ja. Ja. Schlimmer als egal. Schlimmer kann es nicht werden. Kannst ja wohl nicht werden. Ja, doch. Ich glaube, weißt du, was wirklich schlimmer ist als eine Flixbusfahrt? Diese neue Roller-App. Cash. Oder wie was? Die heißt. Ja, heißt sie nicht? Heißt sie nicht Cash? Ja. Da zahlst einfach Geld drauf und nichts passiert. Das ist einfach die Cash-App. Ich dachte auch. Fände ich auch gut. So ein Roller, wo du nur mit Münzgeld bezahlen kannst. Nein, ich habe einen Wurf am Geld an so einem Roller. Ich habe mich. Nee, gar nicht. Der heißt nicht. Ja, das ist irgendwie geil. So bei allen kannst du so mit. Alles wird nur noch digital abgewickelt mit irgendwelchen Apps. Und da. So ein Windschlitz. Kannst du da nur so ein D-Mark reinwerfen? Ja, das finde ich toll. Aber ungefähr so. Ungefähr so ist wirklich die App, die ich meine. Die heißt nicht Cash, sondern Check. Und ich hatte schon so eine Insta-Story dazu gemacht bei uns, aber irgendwie, es konnte halt niemand relaten, weil scheinbar das noch nicht so weit verbreitet ist. Ja, du bist halt ein super Early Adopter. Aber es ist so, es gibt quasi, zumindest hier in Düsseldorf und wahrscheinlich auch in anderen deutschen Städten, gibt es schon einige etablierte E-Roller. Achtung, nicht Scooter, Roller, so richtige Roller, Mofa-mäßig, Roller. Ja. So. Eddie, Felix, Beate, Felix und Hildegard. Da gibt es noch Go oder so. Also das sind die 3 etablierten. So. Erstes Merkmal, die sehen alle super stylisch aus. Ja. Ja. Zweites Merkmal, die. Hat immer irgendwie ein schwitziger Typ den Helm vorher getragen. Ja. Und die sind alle grün. Ja. Also irgendwie so gedeckte Farben und stylisch und bla und blub. So. Und dann habe ich jetzt so einen anderen Roller gesehen. So, und dann denke ich so, ja, das sieht irgendwie schon so aus, als wäre das so eine Art Dienst, ja, aber der ist so unsagbar hässlich und sieht so sehr nach 90er Jahre aus und irgendwie so, als wäre der schon wirklich, weiß ich nicht, aus dritter Hand gebraucht, weiterverkauft auf einem rumänischen Schwarzmarkt. Das kann ja eigentlich nicht sein. So. Und das ist wirklich, muss man sich mal angucken, Check heißt die Firma und da sind so weiße Roller und da steht mit so einer ganz komischen Schrift Check drauf und dann ist da noch lila, kommt darin vor. Und dann habe ich herausgefunden, als ich so den 3. und 4. davon gesehen habe, okay, es ist wirklich so eine Roller-App. Und dann habe ich mal kurz dazu recherchiert, das kommt wohl aus Holland. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was war so der Pitch? So nach dem Motto, es gibt wirklich schon wirklich sehr viele coole Anbieter. Wir machen jetzt einen, der maximal uncool ist. Also, der auch maximal nicht vertrauenswürdig aussieht. Das ist halt ein Check. Und bei Check... Und das Konzept von Check ist, das habe ich herausgefunden, das Konzept von Check ist, man bekommt Zusatzpunkte, wenn man gut parkt. So, jetzt habe ich jetzt habe ich heute einen Check-Scooter gesehen, der war quasi einmal gegen so einen Straßenpöller dagegen gefahren und war dann so da drüber geworfen. Also, der lag dann da. Und da habe ich mich jetzt wirklich gefragt, so, derjenige, der den jetzt geparkt hat da, also hat der dafür noch Zusatzpunkte bekommen oder eher nicht? Also vielleicht... Hey, aber findest du, die sehen so unster, also die sehen so hässlich aus? Ja, also ich habe sie jetzt, du siehst so wahrscheinlich jetzt... Blau-weiß sind die, ne? Ja, aber du siehst jetzt wahrscheinlich gerade die Werbefotos bei denen auf der Website. Ich wiederum habe sie... Ich bin auf deren Instagram-Account. Ja, pass auf. Und ich muss mich ein bisschen fragen, Jan. Ja.
die haben 67 Follower. Ja, also vielleicht just started, ja. Also pass auf, da sind die ja wahrscheinlich noch cool und werblich fotografiert. Ich habe die in ihrer natürlichen Umgebung gesehen, die Checkroller, ja. Und ich möchte jetzt hier nicht eine einzelne Firma denunzieren, aber ich habe mich wirklich gefragt, so, wenn es schon einen Markt gibt und er ist schon irgendwie gesättigt und dann kommst du als neuer Anbieter auf den Markt, ist das deine Antwort? Also ich weiß es nicht. Also kann ja gerne mal jeder Bezug drauf nehmen. So viel zum Thema Mobilität für heute. Ja. Max. Ja. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen, aber ich denke, wir sind es unseren Hörerinnen und Hörern schuldig, ja, wenigstens mal kurz so reinzudippen, so den kleinen Onkel mal so reinzuhalten in den großen Teich der Panoramazeit, ja, also wie ich immer so schön sage, ja, in der Panorama-Kategorie, was machen die Reichen, was machen die Schönen, was machen die Coolen, ja, das wollen wir jetzt wissen. Wie schön ist Panorama, ab geht der Jingle. No drama, Panorama. Du hast mein kleines Wortspiel hier, oh, wie schön ist Panama. Oh, wie schön ist Panama, Panorama. Ich habe es natürlich verstanden, ich habe auch gelacht, aber da musste ich dabei husten und musste kurz mein Mikro ausstellen. So. Okay. Aber jetzt bin ich wieder da und husten muss derzeit auch jemand. Ja. Joe Rogan, ganz liebe Grüße und Genesungswünsche. Er ist nämlich erkrankt an Corona. Ja. Selbst, glaube ich, damit aufgefallen, er ist ja ein crazy Typ auch, ne? Ja. Kennst du ihn? Warst du auch schon mal zu Gast bei ihm? Guy in America, wie Family Guy so schön gesagt hat. Ja, genau. Und ich glaube, er hat so die größte Entertainment-Show weltweit, kann man schon sagen, in Sachen Reichweite. Ja. Größter Podcast der Welt, glaube ich. Und ja, da ist jetzt, und es ist so, ich glaube, war es nicht auch so, hat er so ein bisschen rumgeschwurbelt? Ja. So halb geschwurbelt, ne? Ja, so, deswegen finde ich auch The Smartest Dumb Guy in America, also er hat Folgen, die sind glorreich und grandios. Ja, und er kommt auch irgendwie manchmal so auf Sachen, wo ich denke so, yo, und dann hat er aber auch wieder Gäste und auch irgendwie Themen, wo ich denke so, nee, cannot relate, und da bist du irgendwie ein bisschen auf dem Holzweg. Und ja, mit diesem, aber das habe ich festgestellt, in Amerika, in dieser ganzen Comedy-Szene. Aha. Und da ist Joe Rogan, Dave Chappelle und noch so ein paar andere Dudes, die alle da so in dieser Bubble sind, die alle irgendwie dann so nach Austin gegangen sind und alle aber auch irgendwie so jetzt mit den Corona-Maßnahmen nicht so ganz im Einklang standen. Und ich sag mal so, wenn die jetzt nicht so viel Geld hätten, hätte man die, und in Deutschland wären, hätte man die, den einen oder anderen vielleicht zur richtigen Zeit auch dann mal auf so einer Querdenken-Demo gesehen. Oder, anderer Verweis oder Vergleich, ist vielleicht die amerikanische Comedy-Szene das, was hierzulande alles dicht machen war? Ja, so ein bisschen. Ja, ich glaube so ein bisschen. Und da habe ich auch dann zuletzt zu viel von solchen Sachen irgendwie bei ihm so gehört und irgendwie gesagt so, und da habe ich, I tuned out. Ja. Ja, und jetzt hat er selbst und Corona. Er ja gerade auch, ja, also insofern. Aber wir schließen die Lücke und deswegen machen wir heute extra lang. Genau, weil, liebe Genesungswünsche. Joe Rogan Podcast sind ja schon immer gerne mal auch ein wenig länger. 3, 3,5 Stunden. Wir haben jetzt gerne die anderthalb voll. Deswegen, da kommen wir jetzt auch noch 2 Stunden. Ne? Also ich gehe gleich mal hier für kleine Karls. Wir haben uns hier auch noch ein bisschen Aperölchen und eine große Pizza bestellt. Also das wird hier ein längerer Abend. Also gar keine Sorge. Ja, ja. Aber Joe Rogan, wen hatte er unter anderem zu Gast? Richtig. Kanye. Unter anderem. Ne? Ja, unter anderem. Den Podcast kann man sich wirklich anhören. Also habe ich, glaube ich, schon öfter von erzählt. Wenn du einen Blick in den Geist eines Genies und eines Wahnsinnigen werfen willst, ja, und dann sagt ja oft, Genie und Wahnsinn liegen so nah beieinander. Nie war es wahrer als in diesem Podcast rund um Kanye West. Der erzählt viel wirres Zeug,
aber wie er sich die Zukunft vorstellt und was er so macht, in sich geschlossen, ist das schon so, hat das schon sehr viel Hand und Fuß. Und er hat ja jetzt gerade auch mit Donda ein neues Album rausgebracht. Wer ist aber Donda? Wer ist Donda? Keine Ahnung, wer Donda ist. Auch ein Rapper oder wie? Nein, das Album heißt so. Ach, das, ich weiß nicht, okay, das Album heißt Donda. Album kam gerade raus. Ah. Und ich habe es mir angehört. Und vorher hat er ja dieses komische, wie heißt das, Jesus is King oder wie das Ding gemacht heißt. War so ein Gospel-Ding, ne? So ein Gospel-Ding. Und da waren auch gute Songs dabei. Da war mir halt alles ein bisschen zu religiös, aber von sich mir aus war es zu wenig gregorianischer Choral, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, aber du, ich gebe dem noch ein, zwei Jährchen, dann ist das dann ist das auf jeden Fall das nächste Album. Ein, zwei Jährchen und dann kann er hier bei mir auf dem Balkon auftreten. Ja, dann ja, passt richtig. Er da rein. Ja, er ist nicht mehr weit weg, das hätten wir jetzt. Denn, also er macht einfach Kanye West is doing Kanye West things. Und also ich finde bei ihm, also entweder kommt irgendwann raus, yo, nee, der war einfach nur ein kompletter Irrer. Mhm. Oder es kommt raus, ja, die ganzen Außerirdischen, die wir gesichtet haben, ist so dieses Man-in-Black-Phänomen. Ja, es haben die auch immer schon unter uns gewohnt und Kanye West war einer von ihnen. Mhm. Oder es kommt halt wirklich raus, so, ja, er hatte das Game halt schon lange durchgespielt. Weil man in der Musik, finde ich, merkt man das immer und jetzt auch in dem aktuellen Album. Er hat immer einen neuen Sound und er ist auch, er hat wieder alle dabei. Er hat The Weeknd dabei, er hat Jay-Z dabei. Mhm. Ja, und wirklich alle. Und der Sound ist wieder so, was wir wahrscheinlich in 3 Jahren irgendwo anders hören werden. Macht er so seit Jahren ja schon immer so wirklich seiner Zeit voraus. Und da sieht man halt so irgendwie The Musical Genius in Kanye West. Und jetzt beschäftigt er sich mit Kunst. Und wo macht er das? Natürlich da, wo die Kunst hingehört. Da, wo der Melting Pot ist. Ja, Trendvulkan, Mitte, Kanye ist in Berlin. Ja, und das muss ich irgendwie sagen, kann ich mir aber so gar nicht vorstellen. Also, weißt du? Ich könnte mir nichts besser also ich vorstellen. Also ich meine jetzt so, wie geht man da miteinander um? Also das finde ich interessant, weißt du? Stell dir mal vor, Vovi wäre noch Bürgermeister. Und dann wäre wahrscheinlich also so ein gemeinsamer Empfang mit Vovi und Kanye West. Das stelle ich mir irgendwie ganz lustig vor. Vovi, ich habe keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Was macht der so? Geht vielleicht, pass auf, es gibt doch immer, ich glaube, das ist immer sonntags zumindest gewesen vor Corona, sag schon, Prenzlauer Berg, ja, gibt es doch irgendwie dann so ein Flohmarkt da und ja. Dann kann man doch da auch auf im Mauerpark. Genau, danke, ich kam nicht drauf, danke. Im Mauerpark. Und da kann man doch irgendwie hier Karaoke singen machen, ja. Kann man. Ja. Und dann sind da aber auch wirklich immer hunderte von Leuten, die da sitzen, ist so ein bisschen amphitheatermäßig. Und hunderte von Leuten, die da sitzen und zuhören. Und das fände ich toll, wenn jetzt Kanye West einfach da mal hingehen würde und performt dann einfach so einen seiner Songs. Ja? Ja, das ist so ein bisschen wie Elton John da. Das habe ich, das haben die doch, ich hatte das gesehen und dann hatten die auch, glaube ich, bei Baywatch Berlin drüber gesprochen. Baywatch Berlin da auch drüber gesprochen. Und ich hatte das Video vorher gesehen auch. Wie glorreich, der ist ja einfach irgendwo so auf, irgendwo in Griechenland auf einer Insel einfach Elton John aufgetreten. Und so wäre das dann mit Kanye West. Ja, aber da war es doch, glaube ich, irgendwie so, dass er irgendwie in einem Hotel war und der. Ja, Restaurant, irgendwo in so einem Beach-Restaurant und dann hat der DJ da Musik gemacht und dann kam er einfach und in der Beachbude gewartet. Und hat einen Elton John-Song gespielt, glaube ich. Ja, und Kanye West spielt keinen Kanye West-Song, sondern er spielt dann, weiß nicht, 99 Luftballons oder was? Nee. Also bei Elton John war es so, da hat der DJ Elton John gespielt, er ist hingegangen und hat dann Elton John halt, hat er einfach den Song selbst performt. So. Ja, und jetzt Kanye und genau. West beim Karaoke. Kanye West, ja genau. Im Mauerpark, also, was macht er? Auch wäre es natürlich ein leichtes, einen Kanye West Song zu spielen. Oder Tonsteine scherben. Genau, wenn man sagt, er ist immer seiner Zeit voraus, er setzt die neuen Trends. Ja. Beides denkbar. Ja. Oder Nena singt er inspiriert von Matthias Schweighöfer, Lachen, Weinen, Tanzen oder was? Ja, das ja, oder Eros Ramazzotti. Ich weiß es nicht. Also so irgendwas, was man nicht erwartet. Also er wird uns überraschen auf jeden Fall. Ja. Ja. Was macht er noch?
Ja, er ist irgendwie mit einem Bildreporter durch die Gegend gefahren. Mhm. Er war im KW, ja, Institute for Contemporary Art. Ja, okay. Und da hat er einen Pullover getragen und das war ja der Oberhit, ja. KW, also ich glaube, es heißt Kunstwerken. Mhm. Ja, ein Institute for Contemporary Art eben, eine Galerie. Und da war ja natürlich naheliegend, deren Initialien KW, Kanyes Initialien KW. Und da hat er einen Pullover getragen. Und dieser Pullover, und das hat dann, haben die dann gepostet auf ihrem Instagram-Account. Ja, einfach ein schwarzer Hoodie mit weißen Buchstaben KW drauf. Den hat Kanye West getragen, er aber auch komplett vermummt, so dass man ihn auch nicht erkennt. Und die haben nur drunter geschrieben, Kanye West irgendwie hier war zu Besuch. Und kurz danach war der Pullover erstmal ausverkauft. Ja klar, das ist mehr wert als ein Messi-Trikot, ne? Ja, absolut. Absolutely. Aber jetzt bleibt die große Frage, wann, das ist immer auch so schön, in Berlin ist Kanye West, nach Düsseldorf kommt dann irgendwie Prince William, ne? Wäre es doch wenigstens Elton John gewesen. Ne? Ja, und nach Borken kommt dann, zu La Fontanina kommt dann Till Schweiger. Ja, immerhin, oder? Du hast das Foto gesehen. Also nach Weber ist lange. Also nach Weber ist lange gar keiner gekommen. Ja, also, ganz liebe Grüße. Ja, wer wäre denn so? Kaliber Weber. Ja, wer könnte kommen? Der Kurt Beck. Klaus Biedenkopf. Das wären so die Kaliber. Ja? Ja. Eckhard von Hirschhausen. Ja, ich glaube, das ist schon einmal zu hoch ins Regal gegriffen. Also, okay. Muss ich dir leider sagen. Naja. Unser Freund Ingo Nomsen, ja, auf Lesetour in Weber. Der wirklich in der... Entschuldigung, ich bin zu freundlich. In der asbestverseuchten Turnhalle, ja. Auf großer Lesetour, die Decke kommt irgendwie runter. Da heißt es, ich lese aus meinem neuen Buch. Nein, also... Ja. Das wollen wir natürlich hier nicht so durch den Kakao ziehen, aber ganz liebe Grüße. Der Ingo hat nämlich ein neues Buch geschrieben. Ja, kommt bald, ne? Ja, ist noch nicht raus. Ist noch nicht raus, es sind noch 18 Tage, glaube ich. Okay. Kann er dann Philipp Westermeier von Platz 1 der Spiegel-Bestseller verdrängen? Wird ein knappes Ding, denke ich mal. Ein knappes Höschen, wie du so gerne sagst. Ein ganz knappes Höschen, aber könnte sein. Aber für mich eigentlich die größere Frage, und da müssen wir uns, glaube ich, in der späteren Sendung nochmal dezidiert mit befassen, kann er eigentlich auf mittlere Sicht Felix Lobrecht vom deutschen Comedy-Thron stoßen? Philipp Westermeier jetzt oder Ingo Nomsen? Ne, Ingo Nomsen. Ja, du musst doch noch erzählen, du warst doch gestern am 2.9., ja, richtig. Warst du da nicht bei Felix Lobrecht? Ich habe Stand Up 44. Seine Crew habe ich live gesehen. Ich habe den weiten Weg auf mich genommen. Ich war in Dienstlaken und habe gesehen, also die ganze Crew. Hat auch eine wunderschöne Galopprennbahn. Bin ich dran vorbeigekommen. Wirklich toll. Ja. Und ja, war ein sehr schöner Abend. Ja, auf der Freilichtbühne in Dienstlaken mit Daniel Wolfson, Capus Calanta, die wirklich sehr guten Kindern all und Felix Lobrecht. Und da habe ich natürlich direkt gedacht so, ist Ingo Nomsen schon so weit, ja, in seinem Comedy-Game, dass er es mit den Vieren aufnehmen könnte? Wo war Per Steinbrück? Wo war er, ja? Womöglich irgendwo im Aussichtsrat, ich weiß es nicht. Aber das ist vielleicht nochmal eine Spezialsendung. Ne? Aber jetzt erzähl noch ganz kurz hier, weil es ist ja sozusagen, haben wir ja noch vielleicht zwei Sachen noch. Ne? Zum einen kannst du nochmal kurz erzählen, how it was. Einfach so, ja, es war wirklich sehr gut. Also ne, ich sag's, schöne Location. Es gab ein Thai Curry, es gab ein Bier für mich und dann habe ich mir das angeschaut. Ja, ich will auch wissen, wie die Acts waren. Die Acts? Also, wie soll ich jetzt auch erzählen? Also, jetzt mal ganz kurze Frage. Wer erzählt denn, ich war bei Felix Lobrecht, Comedy gucken und erzählt, war eine tolle Location, so. Ich habe ein Thai Curry gegessen, ich habe ein Bier getrunken, war ein klasse ich Abend. Ich erzähle erstmal die Rahmenbedingungen, damit man sich ja überhaupt vorstellen kann, wie das Setting war. Ich nehme meine Zuhörerinnen ja, und Zuhörer jetzt, damit rein. Kommt mir vor, als wärst du irgendwie im China-Imbiss gewesen. In Dienstlaken.
Okay, ich gebe zu. Also ich wollte halt hin. Ich hatte jetzt das mit der Karte so ein bisschen verbummelt. Ja. Deswegen war ich schön beim Thailänder in Dienst. Nein, aber ja, ich hatte... Darf man nicht beim Thai? Ich war beim Thai in Dienstlaken. Kann man bestimmt auch sagen. Ich hatte einen wirklich sehr schlechten Platz, ja, ganz außen. Das muss ich jetzt auch noch dazu. Aber die Show war wirklich großartig, ja. Also alle hatten da so, ja, ich sag mal so 20, 25-minütige Slots, sind hintereinander aufgetreten und die Crowd, die hat gekocht. Und naja, was soll ich sagen, ne? Aber haben die gekocht, weil es irgendwie so jetzt, weil es cool ist, jetzt irgendwie dabei zu sein, oder war es wirklich gut? Oder ist es ja auch schon so ein bisschen, manchmal hat es ja auch schon so einen Touch, wenn manche Sachen so groß sind, dann wird es ja auch gerne mal so, und da kennen wir uns ja auch, ja, da geht man mal auf ein Konzert von irgendwie Leuten, die man abkultet, und dann mit vielen anderen, die das abkulten, und wenn man dann vielleicht in der Retrospektive, wird es vielleicht zu etwas Größerem verklärt, weil irgendwie, weil man das geil finden muss, oder ich weiß, was du meinst. Da bitte mal André Schweizer zu seinem Bob Dylan Konzert befragen. Ja. Also ich glaube, das war hier schon jetzt nochmal eine andere Nummer, weil ja, klar, Felix Lobrecht ist ja sehr bekannt mittlerweile, aber die anderen aus seiner Crew ja eigentlich weniger. Und nein, die haben schon alle wirklich sehr gut abgeliefert, muss man sagen. Mein Favorit des Abends, Kenan Al. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, sich den mal irgendwie auf YouTube oder so anzuschauen. Also ja, sehr schön. Cooler Typ. So. Ja, das freut mich. Dann da war ich gestern. Sagen, also da warst du. Up and coming. Ja, wir hatten jetzt Buch. Wir hatten jetzt Bühne. Mhm. Und jetzt, ja, gibt es zwei neue im Podcast-Game, die uns den Rang streitig machen wollen. Oh ja, das ist, das ist vollkommen korrekt. Und zwar Powered by, da hatten wir ihn schon wieder. Er will alles haben. Philipp Westermeier, ja, und die Crew vom OMR, ja, die bringen, von den Podstars, die haben hier zwei Leute zusammengebracht ins Podcast-Game, Precht und Lanz, oder Lanz und Precht. Ja. Long and Hard, ja, Lanz oder und Precht. Oder irgendwie schon, Pech, ne? Und es hat Blende. Was da. Ich hab ein Buch hier im Schrank stehen, das heißt Pech und Blende, ja. Ja, und Lanz und Precht hat so ein bisschen was so, ne, also... Ja. Ja. Könnte auch zu unseren Erotikromanen gehören. Er hat einen prächtigen Lanz irgendwie, ja, oder? Ja, wirklich. Also, du, mein Gott, hat er einen prächtigen Lanz. Prächtigen Lanz, ja. Wirklich, ja. So nennen wir die Folge. Prächtiger Lanz. Ja, auf jeden Fall, die gehen jetzt auch an den Start. Haben jetzt auch einen Podcast. Gehen an den Start. Die Reaktion meiner Mutter darauf war, der Precht ist sich auf, der ist sich auch für nichts zu schade. Ja, das finde ich gut. Ja, das ist aber aus der, also so aus der Warte zu betrachten. Ja, es kam auch wie so, echt wie aus der Pistole geschossen. Ich habe das gesagt. Und wirklich wie aus der Pistole geschossen. Ja, ja, der Precht ist sich auch für nichts zu schade. Und die zweite Aussage von meiner Mutter war dazu: Ja, und der Lanz kriegt jetzt auch noch einen Preis. Langsam ist wirklich mal gut. Ich bin wirklich gespannt, wie die Kategorien heißen werden, mit denen die da um die Ecke kommen. Ich nehme an, Konzept wird sehr nah an unserem angelehnt sein. Das habe ich schon auf verschiedenen Medienseiten auch gelesen. Ne? Über Medien hat schon berichtet. Das wär geil, das wäre auf jeden Fall geil. Über Medien hat schon geschrieben, es sei eine Kategorie mit dem Namen Kabinett der Kuriositäten geplant. Und das wäre so geil, wenn die jetzt wirklich so unser Format klaut und wir dann in so ein und wir dann richtig groß und bekannt werden. Das ist wie damals mit Helene Hegemann und dem Blogger Iron, ja, wo sie dann quasi bei dem abgeschrieben hatte, sie Spiegel-Bestseller-Autorin, eher deshalb auch bekannt geworden. Und so stelle ich mir das jetzt hier vor. Oder wie der Typ, der auf dem Nirvana-Album-Cover war. Wie der Typ, ja, Spencer Elton. Ja. Oder ähnlicher Fall, nicht ganz wie vergleichbar. Wie der Typ, der die Hitler-Tagebücher geschrieben hat. Ja, oder wie er. Oder was auch, ich hatte noch einen anderen. Was war eine Opel-Touareg? War das Opel? Nee, Volkswagen, ne? VW. Ja, VW-Touareg. So, und die hatten diesen VW-Touareg neu an den Start gebracht, ne? Mit dem Namen Touareg. Jetzt gab es aber blöderweise für VW, in Hamburg einen Gebrauchtwagenhändler, der hieß mit Nachnamen Touareg. Der hatte diesen Namen in der Klasse Autos.
schon angemeldet. Fette Schadensersatzklage. Ne, hatten die nicht bedacht, hatten sie sich nicht vorher angeguckt. Schadensersatzklage, mehrere Millionen Euro sind da geflossen. Und so, der Typ hat nie wieder ein Auto verkauft. Ne, muss er auch nicht. Und genau so stelle ich mir das ehrlich gesagt auch bei uns vor. Wir warten jetzt erstmal, wir hören uns das an, wir drehen Däumchen und dann wird ausgecashed. Ja? Dann wird ausgecashed. Beziehungsweise ich sehe jetzt schon Platz 1 und 2 der deutschen und internationalen Podcast-Charts sind vergeben an Lanz und Precht und Zeitgeist und Wunderlich. Ne? Also in diesem Aufzug fahren wir gerne mit nach oben. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, so machen wir es. Und da, wie gesagt, Konrad Kujau, da fällt es mir nochmal ein, der die Hitler-Tagebücher geschrieben hat. Und er war so ein Netter. Konrad Kujau, hieß nicht irgendwie so auch jetzt hier der Podcast über den deutschen Verschwörungstheoretiker? Ah nee, das war Cui Bono. Ah, das war Cui Bono. Bono, genau. Okay. vielleicht noch die allerletzte Side Note für heute. Und dann machen wir wirklich auch den Sack zu. Es wird noch ein letztes Mal musikalisch. Ja. Ja. Denn deine und meine Lieblingsband unserer, ich sag mal, mittleren bis frühen Jugend hat unsere Lieblingsband der 70er. Ja, ja, als wir beide damals in den 70ern auf Koks durch die Discos New York zogen. Ja, genau. In wirklich ausladenden weißen Schlaghosen. Ja. Hat jetzt announced. Hemdkragen über dem, oder Hemdkragen des, der Bluse über dem Seidensakko. Ja. Richtig. Gut frisiert und rasiert. Ja. Vor allem im Schritt waren wir damals unterwegs. Na, und jetzt nicht, 40 Jahre. Ne, unter den Armen nie, aber im Schritt hier und da. 40 Jahre später heißt es jetzt, neues Album kommt. Und die Rede ist natürlich, ihr habt es euch schon denken können, von der Kultband ABBA. Ja, also ABBA bringt jetzt ein neues Album raus. Heißt, glaube ich, irgendwie Voyage oder so oder Voyage, weiß man auch nicht, wissen die auch nicht. Weil Voyage. Das haben wir auch. So? Wie geht das? Geht das nicht so? Ja. Okay. Ich glaube, du meinst einen anderen Song. Wie heißt der denn? Ah, wie heißt der denn nochmal? Irgendwas Französisches. Ah, kommen wir drauf. Ja. Voulez-vous. Voulez-vous meinst du? Nee. Jedenfalls, ich finde es interessant, dass die jetzt ein neues Album rausbringen. Weil wir hatten doch auch irgendwann mal darüber gesprochen. Die eine, Agmeta, oder? So heißt die, glaube ich, die Blonde. Ja. Hatte doch sogar irgendwann gesagt, ja, ich hab vergessen, wie Englisch nochmal geht. Englisch verlernen, kann gar nichts mehr, kann nicht mehr reden. Ja, also ich glaube sogar, sie hatte Englisch und Schwedisch verlernt. Ja, wirklich. Und jetzt sich aber alles scheinbar wieder drauf geschafft. Ich glaube auch einen Bühnenbody extra nochmal antrainiert. Ja, und ich hatte mich ja lange gefragt, ne? Ja. Man hatte ja als ABBA sehr viel Geld verdient. Richtig. Ja, aber ich hatte mich immer gefragt, warum sagen sie immer ab? Denen wurde ja wirklich, was hatten die gekriegt? 1 Milliarde sollten die kriegen, glaube ich. Ne? Aha. So, und ich habe mich immer gefragt, sie brauchen es also nicht, es scheint gut zu gehen. Und how long does ABBA money take you? Und die Frage wurde dann jetzt endgültig beantwortet. 40 Jahre. Also, you're rich and you're ABBA rich. Aber auch ABBA Rich reicht nur für 40 Jahre. Und dann ist die Kohle aufgebraucht, weil, also, welche Motivation, also du fängst ja jetzt nicht an, nach 40 Jahren. Weil du sagst, ich habe noch mal Bock, also ich will wieder. Ja, und ich habe jetzt so viel kreativen Saft in mir fließen, das muss jetzt raus. Ich muss jetzt noch mal neue Songs schreiben. Ich habe jetzt wirklich 40 Jahre, also ich habe mich vorher leer gesungen, leer getanzt, leer geschrieben. Ja. Alle Hits sind raus, gimme, gimme, gimme. Ja, danach kam nichts mehr. Ja. So. Und viel kreative Energie angestaut. Ja, genau. So, ist das jetzt so, also ist es jetzt wirklich so, dass man gesagt hat, so wir, also testen die sich jetzt auch nochmal neu aus, machen sie nochmal, also schreiben sie ein ganz neues Album mit so, mit neuen Songs, jetzt ein bisschen mehr mit Autotune und irgendwie nochmal zusammen irgendwie auch nochmal ein Hit mit Kanye West, aber dann, oder kommt jetzt vielleicht auch der 12-Ton? Oder so, ja, nee, oder glaub, was? Also für mich, auf dem deutschen Markt gibt es zwei Richtungen. Oder machen sie auch so eine Art Dick Brave,
Coveralbum, so sie interpretieren irgendwie nochmal im Rockabilly-Stil. Sie interpretieren die besten Songs von Dick Brave und Boss aus. Ja, oder machen dann so Abba-Cover von so Songs wie This is not the time to wonder. Oder machen sie so Max Rabe-Interpretationen vom Best of der Beatles oder weiß nicht, so, oder Mashups, machen sie Mashups oder irgendwie sowas. Oder ja, Abba sings David Garrett und David Guetta. Ja, also keine Ahnung, was machen sie jetzt? Man weiß es nicht genau. Ich glaube, alles ist möglich. Ja, alles ist definitiv möglich. Aber ich sehe es wie du. Ja, also ich glaube, das war jetzt weniger die angestaute Kreativität, sondern vielmehr die Existenzangst. Also ich glaube, da hatte... Wenn Gimme, Gimme, Gimme auf einmal zum finanziellen Lebensmotto wurde, ne? Money, money, money. Always money. Ehrlich gesagt nicht. Also, don't have any. Also, ich glaube ganz ehrlich, da hat man sich ganz schwer verspekuliert. Ja. Ich glaube. Alles in Bitcoin. Aber wirklich zum absolut falschen Zeitpunkt. Ja, ja, möglich ist das. Ich glaube, auf dem Höchstpunkt. Auf dem ersten Höchstpunkt so 2017 reingegangen, ja, und dann ganz falsch wieder verkauft. Also, und dann hatte man schon wenig. Also, ja, dann hatte man echt schon wenig. Und ich glaube, dann hat man gesagt, okay, komm, ich gehe jetzt auf was Sicheres, ich setze auf Wirecard. Ja. Hör mal, da hat der Staat doch noch gesagt, hör jetzt auf mit Wirecard, ruinier dem Olaf Scholz jetzt nicht noch die politische Karriere kurz vor der Ziellinie. Ja, das wäre es jetzt noch, wenn Abacard sagt, ja, wir haben unser ganzes Geld verloren, weil wir in Wirecard investiert haben. Ja, danke Olaf Scholz. Und das wird quasi, diese News kommt mit. Olaf Scholz winkt aber zurück auf die Bühne. Und dann sitzen die da so, und so wohnen die Stars von einst heute. Genau. Bild live vor Ort und die wohnen in echt so einem abgehalfterten Trailerpark irgendwo in der schwedischen Schipine. Ja, und dann haben die, genau, und dann haben die so zwei Bilder an der Wand hängen, so als Feindbilder, ja? Jan Masalek und Marschalek Olaf Scholz. Und, genau, und Scholz, ja. Ja. Also, we will see, vielleicht auch deshalb Voyage, aber ja, die Reise Sache. Wegen Marschalek, also vielleicht ist es ein Hint. Vielleicht werden wir auch so super Conspiracy Theories hauen die jetzt aus, das ganze Album wirklich so. Das ist ein Konzeptalbum. Ja. Aber macht Konzeptalben wieder groß. Also das ist wirklich so eine Reise, so ein Reisezyklus. Also wo wir am Ende wirklich... Da gefällt das. Ja. Also. Ja, und aber das, was mich am meisten positiv daran stimmt, weil es gibt ja zwei Comebacks, die sich viele Menschen wünschen, die aber einfach immer nicht möglich waren. Das erste war ABBA. Ja. Und das zweite ist das Comeback von Gina Wild. Und das erste... Ja, also. So, und eins dieser zwei Luftschlösser ist jetzt Realität geworden. Ja. Und damit habe ich für 2022, wie viele andere Männer mittleren Alters, die große Hoffnung, dass 2022 auch Gina Wild vielleicht nochmal ein Comeback, auch für 1 Milliarde Euro nochmal macht. Ja, okay. Also, produziert dann von, weiß nicht, Harry S. Morgan lebt ja nicht mehr, Joe Laschet oder so. Dann ist es durchaus für ihn eine Schlagdistanz. Ja, let's see. Also er, Armin Laschet zusammen mit Harry S. Morgan lebt nicht mehr. Oder? Aber ist, ja, also der französische Pornokultregisseur, den es auf jeden Fall noch gibt, der noch lebt, Marc Dorcel. Also ich glaube, Armin Laschet und Marc Dorcel. Ja? Nein, Harry S. Morgan ist gestorben. Ah ja. 2011 schon in Düsseldorf. Oh, okay. In Essen geboren, in Düsseldorf gestorben. Aber ich glaube, Marc Dorcel, er lebt noch. Also er würde dann zusammen mit Armin Laschet übernehmen. Und ich glaube, wie wir uns das Skript für diesen Film vorstellen, da können wir nächste Woche drüber reden. Ja, also das ist jetzt hier der Cliffhanger der Folge. Oder wir fragen die Community. Wie könnte das Drehbuch aussehen? Ja, für das heiße Filmchen, für das Comeback. Gina Wild, was wäre das denn? Gina Wild 7? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz genau. Ich schau mal ganz ich denk kurz mal so, nach. Gina Wild 7, jetzt wird abgeliefert. Ja? Nee, sie hatte Gina Wild
also sie hatte Gina Wild in 1999. Ja. Jetzt wird schmutzig 4. Ja. Durchgefickt. Mhm. Auch ein interessanter Titel. So. Okay. Ja, was aber noch? Der letzte Film, den sie gemacht hat, ja, war 2001 Gina Wild 150 Minuten Special 2. Ah, okay. Nee, Moment. Sie, ja, hat noch gemacht Gina Wild 7, Gina Wild, jetzt wird schmutzig 7 in der Hitze der Nacht. Okay. Also wäre das jetzt Gina Wild 8. Okay. Gina Wild 8. Ja. Ja, da kombinieren wir sowas mit Gina Wild 8, Armin wird an den Start gebracht, irgendwie so. Ja, ja, oder sie hat ja auch so andere Fernsehproduktionen gemacht als Michaela Schaffrath und ja, vielleicht kann man die kombinieren und da wäre dann vielleicht Gina Wild 8 Tiefe Wunden, ein Taunus-Krimi. Weil sie hat als Gina, sie hat als Michaela Schaffrath 2015 in dem Film mitgespielt, Tiefe Wunden, ein, ja, Taunus-Krimi. Ja, ja, der hat sie nicht auch im Tatort und so mitgespielt? Weiß ich nicht. Soko, ich irgendwo, schon, auf jeden, ja, Fall. Ja, Soko, ja, ja, irgendwas. Aber das wäre doch eine tolle Kombi, indem man dann sagt, also wie gesagt, Gina Wild 8, Tiefe Wunden, ein Taunus-Krimi. Ja, ich sag. Oder? Sie hat auch in einem tollen Film 2014 mitgespielt. Und das wäre für mich wirklich Gina Wild 8. Gina Wild, Bindestrich, jetzt wird schmutzig 8, Bindestrich, heiß und fettig. Ja, und dann ist es aber irgendwie halb Porno, halb Polit-Thriller. Ne? Ja. Ja. Achso, das war eine Talkshow über Sexualität. Okay, gut. Lieber Max, wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen. Jan, wir müssen zwei Dinge im Leben. Das ist Sterben und Steuern zahlen. So, ne? Nur mal, um das gesagt zu haben, damit wir mal hier Klartext reden, nochmal zum Ende hin. Lessing hat ja schon gesagt, niemand muss müssen. Und so sehe ich es auch. Aber ja, ganz ehrlich, ich brauche noch mal zu Abend. Also ich, ne, ja, ich mache dir die Pizzeria zu. Also insofern, ne, heiß und fertig ist quasi mein Motto des weiteren Abends. Das ist mein Lebensmotto. Ja, sehr schön, Jan. Es ist vielleicht die längste Folge unseres Schaffens geworden, aber wie gesagt, wir robben uns so langsam an. Du wolltest die zwei Stunden heute einfach noch voll machen. Ja. Ne? Folgentitel steht auch, ne? Prächtiger Lanz. Und ja, dann haben wir eigentlich für heute alles durch. Ich gucke nochmal auf die Agenda. Haben wir irgendein Thema vergessen? Nein, wir haben wirklich alles abgerockt. Wir haben alles durchgenommen. Und ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder und stellen dann mal das Wahlprogramm. Die Frage ist dann tatsächlich, hat dann das weitere Triell schon stattgefunden? Übrigens, das finden wir raus. Ja. Das ist übrigens auch ganz lustig. Es gibt ja dieses Mal tatsächlich drei Trielle und in der Vergangenheit hat es ja nur eines gegeben, was daran lag, dass Angela Merkel ja die amtierende Kanzlerin war und sie einfach gesagt hat, nö, sie macht nur eins. Sie hat einfach keinen Bock auf mehr. Ja? Und jetzt hat man sich aber genötigt gefühlt von Kandidatenseite oder Kandidatinnenseite, mehrere halt zu machen. Ja, genau. Und jetzt kommt am 12. Am 12. findet die nächste statt. Also das ist quasi erst in der Woche danach. Ja, ja, genau. Da werden wir dann aber die Woche darauf dann berichten. Ja, so ist das. Ich bin gespannt. Also vor allen Dingen, die müssen jetzt mal langsam Gas geben, weil das dritte Triell kommt dann erst irgendwie gefühlt nach der Wahl. Genau, also ist dann wirklich schon, vor allem, weil dieses Mal ja wahrscheinlich wirklich so viele Leute auch Briefwahl machen werden. Ja. Also da sind ja alle schon, haben doch alle schon gewählt. Also wirklich, das ist schon nach. Da gibt es ja auch so wirre Aussagen zu, aber das können wir wann anders mal besprechen, dass ja die Meinung, die jetzt gerade so von Forsa und Deutschland trennt und so gemacht werden, das ist ja gar nicht aussagekräftig, weil ja auch viele Briefwahl machen. So, diese Aussagen habe ich jetzt schon mehrfach gehört und habe gedacht, das ergibt gar keinen Sinn. Aber darüber könnt ihr euch auch nochmal Gedanken machen, ja, genau, ob es vielleicht noch Sinn ergibt. Ansonsten würde ich sagen, Jan, es war wunderschön mit dir. Wir wollen vor den zwei Stunden hier den Sack zumachen. Mal gucken, ob das neue Format in der Länge auch ankommt. Dann machen wir nächste Woche noch eine Stunde länger. Gar kein Problem. Dir viel Spaß jetzt bei deinem Balkonkonzert. Vielen Dank. Ich lege mich jetzt zurück hier in meinen Sitzsack und fröne der Faulheit.
Grüße gehen rüber in den Fatboy. Ja. Ich arbeite in den Fatboy an den Fatboy. Ich arbeite an meinem Fatboy und hole mir jetzt die Pizza. Ja. In diesem Sinne, Stößchen, ja, hier nochmal mit dem Aperölchen. Ja. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ihr Lieben, macht es gut. Holdrio. Habt eine schöne Woche. Ja, bald mal's heil. Ahu.